So, hi zusammen. Wir starten heute mit der letzten Session vor der Sommerpause. Wie immer ist im Sommer wenig los und deswegen lassen wir wahrscheinlich die nächsten 1 oder 2 Monate aus und schauen mal, ob wir dann wieder noch ein paar mehr Termine auf Vorlauf kriegen und ein bisschen mehr in den Terminkalender reinbringen. Aber ist klar, wenn es schönes Erdwetter ist, so wie heute und schön warm, gehen Leute lieber an den Rhein, trinken ein Bier, als hier reinzusitzen. Gut, heute haben wir Damien Bowden da. Und der wird uns heute was zur Security in England, ASP.NET Core erzählen. Der Raum hier ist heute relativ leer, obwohl sich 14 Leute angemeldet haben. Es ist Sommer. Die hängen Irgendwie alle mit an. das Sommerloch und ist auch der Grund für die Sommerpause. Was wir uns noch überlegt haben, Olli und ich, ist, dass wir vielleicht alle weiteren Sessions nur remote machen. Und dass wir sowas wie eine Virtual.NET User Group sind, die halt hier in Basel stationiert ist, aber dann alle Sessions remote per Skype for Business machen und im Meetup eintragen. Da wollte man doch ein bisschen rumhören, wie noch die Meinungen bei euch sind. Vor allem bei denen, die nachher die Session sehen und eigentlich die Stammgäste sind und heute nicht da sind. Also gar kein Raum mehr. Gar Also kein Raum mehr, weil nicht. das ist immer ein bisschen blöd hier mit dem Raum. Wir Aber kriegen nicht jetzt, reinlassen. wegen Reinlassen ist das eine Problem. Wir kriegen jetzt einen neuen Meetingraum unten im ersten OG, der ein bisschen anders aufgeteilt ist. Das könnte funktionieren. Aber es ist eher so, dass die Uhrzeit meistens nicht passt. Die Leute arbeiten zu weit außerhalb, haben dann einen Weg hier rein oder Ah, irgend sowas okay, in die ja. Richtung. Und vielleicht bekommen wir mehr Publikum. Und die ganzen Aufzeichnungen gehen nachher auch auf YouTube hoch. Ja, sicher. Also beides wäre also wär ja cool, wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir eine ganze Weile beides gefahren, also mit Raum und Aufzeichnung. Und gibt es Leute, die dann einschalten in Ja, Skype, im oder? Moment haben wir einen Gast da, der Philipp, der normalerweise hier physikalisch da sitzt. Also ist die Kamera dort nicht Die verbunden, Kamera ist nicht oder? verbunden. Okay. Also wenn ihr in einem läuft, ihr könnt, weil ich muss einfach dabei sein, wir haben auch einen Raum. Ja. Unser Trainingsraum im Klickback im Rhein, ist etwa 15 Minuten von Ja, hier, jetzt wenn ihr wollt, wenn müssen ihr wir mal wollt. schauen. Wir haben jetzt dann im ersten OG einen Raum, der ist genauso groß wie der Ja. mit diesem Eck, das hier Ah, jetzt fehlt. cool. Das heißt, wir Ja. sind um einiges größer und ist nicht mehr so weit zum Hochlaufen. Ja, Trotzdem noch diese beiden blöden Türen. Und solange die beiden anderen Firmen hier noch drin sind, müssen wir halt unten zumachen. Das ist das Ah, das Problem. Problem haben wir einfach. Wir haben auch, wir sind in einem Wartungsgebäude im Ja. Alten und deswegen können wir auch nicht so auch immer runtersegeln. Ja, genau. Gut, dann übergebe ich das Wort an Damien. Danke, dass du gekommen bist. Freut mich. Ja, merci auch, das darf kommen. Okay, heute, ich weiß noch, was ich versuche, es um heute zu erzählen, aber es hat zu viel Material. Und ich werde es einfach ein paar Arten verkürzen oder einfach machen. Einfach. Die Idee ist, dass es gibt ein Grundbild, wie man soll eine Angular Application sicher machen mit einem ASP.NET Core Backend. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht wichtig, ob es Angular Frontend ist, React wird genau gleich wichtig. Es ist einfach ein SPA, wie man eine SPA Application, eine Single Page Application soll sicher machen. Und auf dem Backend ist auch egal. Es gibt irgendeinen REST-Service, es gibt Java und es braucht irgendeinen STS-Server, einen Secure-Token-Server. Und die Idee ist, dass die Regel gilt, egal welche Application-Typ du hast. Und dann, ich will einfach ein bisschen erzählen über wie die Security von einer modernen Application, wie eine Application aussieht jetzt. Dann die OpenID Connect Flows, weil das ist die Standard jetzt, die im Moment sollte es verwenden. Und dann will ich auch etwas erzählen über Identity Server Fair, aber nicht zu viel, wie man das konfiguriert und was da drin ist. Dann ganz wenig über die Source-Abwesen, wie ASP.NET Core Policies implementiert ist. .NET, jetzt ASP.NET Core hat ein neues Sicherheitsmodell, wie man eine API sicher macht jetzt. Und es ist viel einfacher als vorher jetzt zu sagen, weil das Problem mit Sicherheit ist, wie da API mit dieser API soll ich zusammenbinden und das ist ein Anbeziehung, aber wenn der Benutzer mit dieser React kommt, dann ist es ein A-Beziehung und es ist plötzlich sehr kompliziert, sehr schnell. Und neu haben sie gebaut, dass du kannst selber als Entwickler viel einfacher die Beziehung machen mit ASP.NET Core Policies. Aber es wird zu viel Material, ich werde das ein bisschen weniger machen heute. Dann eine zweite Variante, wie man könnte mit der Hybrid Flow machen. Mit Angular as a View, aber das ist nicht eine SPA-Application, ist eine andere Möglichkeit. Das ist eine Server-Rendered View und deshalb darf ich Cookies buchen zum Beispiel. Und der Hybrid Flow. Eigentlich darf es meistens nicht broken wegen verschiedenen Angriffsflecken.
Aber es gibt die Möglichkeit, wenn du selber Render Pages brauchst. Du hast keine Sicherheitsmöglichkeiten. Und deshalb darfst du Cookies brauchen in diesem Szenario. Aber normalerweise nicht. Und dann am Ende, der letzte Teil würde ich gerne viel machen, weil viel redet nur über die Authentication und Authorization. Und das ist dann. Aber eigentlich vergesst das, wenn die Session läuft, es gibt sehr viele Angriffsmöglichkeiten während der Session. Und das ist gar nicht eigentlich, in fast jeder Application, die ich sehe, fehlt immer dieser Sicherheitsmechanismus. Wir machen ein super Login, es ist sehr gut gemacht. Und dann nach der Session laufen, es gibt null Schutz über die iFrames oder null von den CSP-Content-Headers oder was auch immer. So, ich werde viel erzählen, wie man schützt die Application, wenn die Session ist aufgebaut. Etwas über mich, ich bin Microsoft MVP und vor allem, ich bin sehr oft und mache sehr viel auf GitHub, das ist meine Lieblingsart. Und wenn du irgendetwas mit willst oder findest, geht es auf GitHub. Ich bin relativ oft da drauf. Ich habe jetzt auch neu eine Angular OIDC Client geschrieben, das kannst du downloaden. Und das ist fast die einzige, die vollständig implementiert für die OpenID Implicit Flow jetzt. Und das funktioniert mit allen verschiedenen Angular Packages jetzt, mit Rollup oder mit System.js oder mit Webpack Build oder ist einfach, alle Builds und alle Verwendung von einem NPM funktioniert dort. Es ist nur mein Implicit Flow, ich unterstütze die Resource ohne Flow nicht, weil ich finde das unsicher. Andere Applications unterstützt es, deren Loot verwendet es und dann hast du ein unsicher SPA. Deshalb will ich das nicht unterstützen. Dann meine Lieblingshobbys, was ich viel mache, ist ASP.NET Core und Angular, das ist mein zweites Arbeitsgebiet und Security. Ich mache sehr gerne Security-Sachen, ich finde es sehr interessant eigentlich. Was ich auch mache mit Fabian Grossbink ist die Swiss Angular Group. Und die Idee ist mit das ist, dass wenn irgendeiner Angler selber Ausbildung machen oder Felix macht viel, dass wenn du irgendetwas selber machst und du willst das Werbung für dich machen, werden wir das weiterleiten und Werbung machen. Wir möchten einfach alles Angler pushen und helfen. Es ist nicht, dass es gehört uns, es ist gar nicht wichtig. Die Idee ist, dass wir einfach eine Werbungsplattform machen für alle Leute in dieser Umgebung, ja. Die Angler, sei es da eine Schule oder du willst irgendetwas mit Angler machen. Dann schickt uns einen Link, wir machen es public, machen ein paar Twitters und machen es uns weekly. Nächstes Jahr starten wir mit Meetups und wir machen wahrscheinlich einen in Zurich, vielleicht einen in St. Gallen und vielleicht einen in Lausanne jetzt. Aber wir wissen nicht, was wir planen jetzt. Weil ich habe auch keinen Basel machen. Aber die Idee ist, dass wir versuchen, ja, ein bisschen Werbung und ein bisschen die Loop Kontakt aufbauen und Kontakte. Okay, für mich jetzt wichtig ist viel. Loot konzentriert sich nicht auf die ganze Lifecycle vom Application Security Teil. Für mich ist bei jeder Session, ich starte immer zuerst, ich mache meinen Browser auf und ich will etwas machen mit dieser Application. Das heißt, ich muss zuerst Authorization, Authentication machen. Und das ist die erste Phase von die Application Lifecycle sicherheitstechnisch. Dann läuft die Session und dann musst du auch bestimmte Sachen machen während der Session. Und am Ende der Session dann musst du die Logout machen. Und sehr viele Applications machen die Logout gar nicht richtig und das ist eine riesige Sicherheitslücke. Zum Beispiel, viele Leute brauchen Access Tokens vom OAuth 2 und sie haben eine Lifecycle, eine Lifespan von 2 Wochen und machen die Application zu. Und meine Application funktioniert nicht, aber wenn ich diese Access Token habe, kann ich auf deine sicher REST API einfach alles verwenden, was ich will, immer noch. Obwohl ich bin ausgeloggt, meine Client darf nicht, aber mit dieser Access Token kann ich alles über die REST API immer noch weiterverwenden. Das ist der Logout geht vielmals vergessen in vielen Applications. Das ist die erste Teil von der Talk, jetzt für die Konzentration auf die Authentification zuerst und Authorization und dann auch die Logout. Und in die zweite Teil mache ich die Session Sicherheit. So, wie siehst du eine Application aus? Heutzutage hast du fast immer irgendwo einen Benutzer und dann hast du eine Client Application. Und diese Client Application, sehr viel ist eine SPA Application jetzt. Das heißt, ich kann es nicht authentifizieren. Es ist nicht sicher. Ich weiß nicht, wo in welchem Browser das läuft. Ich muss das gehandelt als gefährlich oder die gefährliche Zone. Und der Benutzer braucht diese Application auf die Ressourcen zu etwas konsumieren oder Data verwenden. Meistens dann haben wir N APIs und die APIs sind überall in den Firmen einmal. Eine ist public, eine ist irgendwo in Google und alle die Informationen zusammen ist die ganze Software Application. Das ist viel mehr so. Und irgendwo hast du eine Sicherheit oder einen STS Server oder IDP Server
Und das ist verantwortlich für die Authentication Authorization meistens jetzt. Und hinter das dann ist irgendwie ein externer Login-Provider oder Google oder Windows, Domain oder was auch immer. Aber die Idee ist jetzt, dass du als Nummer ein Ort, wo du Login machst und dann du verschiedene Data-Sachen und dann vielleicht hast du eine zweite Application. Und die Benutzer will nicht zweimal einloggen, nur einmal einloggen. Ist ein Benutzer mit N Applications, die auf die gleichen Ressourcen gehen. Und das hat neue Anforderungen, wie eine Application muss aufgebaut. Und genau das ist, was OpenID Connect Standard versucht zu erfüllen. Das ist ein Standard und was der versucht zu machen, ist es aufgebaut auf OpenID, OR2. Und die Idee ist, dass OR2 ist nur ein Access Tokens, ist die Verantwortung von OpenID OR2. Und das Problem ist, die Authentication, die Authorization hat failed mit die OR2. Und OpenID ist eine Identity verantwortlich, oder es logt, dass die Identities gemanagt wird und die Authorization und Authentification richtig gemacht ist. Und es ist auf OpenTruth, auf OR2 aufgebaut. Und die Idee ist jetzt, dass jede Person, zum Beispiel, du hast eine Person, aber für jede Application gibt es eine andere Identity. Und das heißt, wenn ich drei Applications habe, der Person dann hat vielleicht drei Identities für jede verschiedene Application. Und die OpenID ist genau das, zu managen diese Beziehung. Das heißt, wenn ich OpenID verwende, du hast die komplette Sicherheit, die Authorization und die Authentication für beides in deiner Application möglich dann. Und dann die Identity plus die Permissions ist deine Authorization. Und OR2 ist nicht genug allein eigentlich. Das hat dieser Teil war nie gleich gemacht und Facebook oder Google hat immer anders gemacht. Und das Problem ist dann, dass jedes Mal, du wolltest einen anderen Login machen, du musst immer herausfinden, genau wie der Hersteller das implementiert hat. Und neu, dass es Standard ist, Google, Microsoft und alle diese Hersteller machen das genau gleich, wenn es certified ist. Das heißt, für uns als Entwickler ist es sehr einfach jetzt. Das heißt, wenn ich einen OpenID-Client implementiert, und wir brauchen einen OpenID-Server, dann funktioniert es. Du musst gar nicht mehr überlegen. Du kannst es zertifizieren, deine Application, und dann weißt du, es funktioniert überall. Und das ist eine super Schnittstelle zum Entwickler, weil es gibt so viel Zeit verloren gehen, wenn ich mit der Firma X und Firma Y zusammen das muss implementieren. Sicherheitsstandard, das passt nicht überein, und dann jeder ist schuld, bis es läuft, und dann geht es zwei Monate und irgendeiner muss zahlen. Und neu kann man sagen, ich habe es per OpenID implementiert, und die andere muss auch das machen. Und dann kannst du auch validieren und dann ist es sehr einfach, die Schnittstelle zu implementieren. Wichtig, ein wichtigster Teil von OpenID ist die Identity Token. Und die Identity Token ist die, über der, wie ich vorher gesagt habe, gibt eine Person und die Person hat eine Identity für eine Application. Und dieser Token ist die Inhalt von der Person-Client-Beziehung. Ist die Identity von der Benutzer und der Application. Und viel macht der Fehler ist, dass die Identity Token wird verwendet für Data Access, Resource API. Und das ist falsch, darf es nicht gebruiken. Identity Token ist nur für die Clients zu verwenden. Weil ich mache die Identity Token auf und ich kann das alles bearbeiten, wie ich will in meiner SPA-Application. Aber es ist nicht zum Resource API zum Data Zugriff machen. Es ist sehr gefährlich, wenn es so gut, weil ich kann es manipulieren und ich kann es anpassen. Die Identity Token macht die SPA auf und muss es komplett validieren. Wenn du die Identity Token nicht vollständig validiert, solltest du es auch nicht verwenden. Und wenn du verschiedene Angler oder Implementations vom OpenID die Internet abladest, die Validation für die Client-Side ist gar nicht richtig implementiert. Und eigentlich solltest du es gar nicht verwenden. Wenn du nicht vollständig validiert die Identity Token, ist es nicht sicher und du solltest in keine Application buchen eigentlich. Das ist ein riesiger Fehler. In der Angular-Welt gibt es sehr wenig, fast keine eigentlich, die das richtig macht, leider. Dann ist die Access-Token. Der Token ist genau, was du brauchst vom API-Resource. Das ist, wo du in den Header mitschickst. Das ist der Bearer-Token. Ein Bearer of like the Access-Token. Und das ist, um deine API-Ressourcen zu verwenden. Das ist ein Ticket oder ein Token. Und die Idee ist, dass wenn ich das habe, ich kann die Resource verwenden. Punkt. Und ich kann es so lange verwenden, bis das nicht mehr valid ist. Zum Beispiel expired, the date. Und das ist problematisch, wenn mein Client logged out, macht der Logout.
Aber die Access Token ist gut für einen Wagen. Und dann irgendeine Person kann diese Access Token immer noch weiterverwenden und deine Daten zu verwenden. Du bist gar nicht richtig ausgelagert eigentlich. Und das ist ein riesiges Problem. Und deshalb ist es sehr gefährlich, wenn die Access Token so lange Lifecycle hat. Oder dass du zum Beispiel die URL mitschickst, oder dass du das in der Log-Database loggst. Und dann verschiedene Leute haben Zugriff zu deinen Ticket. Und das heißt, du hast voll Zugriff auf deine Daten, ob du Resource happy. Deshalb ist es mit der Access Token muss sehr vorsichtig umgehen. Das ist nicht einfach so sichtbar public machen. Nie mehr HTTP zum Beispiel, oder nie in der Log-Database. Dann gibt es ein Reference Token, und das ist nicht in jeder Identity Server unterstützt. Aber was das Geniale an dieser Idee ist, dass die Access Token, weil es so gefährlich ist, wenn eine fremde Person das bekommt, dass ich gebe nie die Access Token raus von die Sicker Zone. Das ist irgendwie Server-to-Server Communication. Es bleibt immer versteckt in der Background. Und was ich in der Public Zone, in die Internet rausgebe, ist Reference Token. Und diese Reference Tokens, dann habe ich viel mehr Control über. Und wenn ich eine Resource API mit dem Reference Token Zugriff macht, er dann nimmt eine Frage zum Backend in der Backchannel und fragt dann, der Reference Token bekommt, kannst du den Access Token für das verwenden und validiert, ob der Person darf diese Resource verwenden. Und dann sagt okay, der Person darf, und dann geht es wieder zurück. Und die Schöne daran ist, dass die Lifecycle von Reference Tokens kann ich dann viel mehr steuern. Und zum Beispiel, was ich kann machen, ist immer Renew machen oder ich kann ein Logout machen, richtig, dass ich kill diese Reference Token, aber Access Token kann ich nicht killen. Das bleibt immer bis expired. Und dann habe ich mehr Sicherheit, weil was in die Umwelt oder freie Welt umläuft, jetzt ist Reference Tokens, die ich kann stoppen, also jetzt ist nicht mehr gültig. Und das kannst du nicht mehr Access Token machen. Deshalb, es gibt Möglichkeiten mit ASP.NET Core, die Reference Token zusammen mit den Implicit Flows zu verwenden. Und das ist eine viel sichere Variante eigentlich. Scopes denn, es gibt Identity Scopes, das sind neue Scopes, die vom OpenID kommen zum Beispiel. Es gibt FS20 oder 15, ich weiß nicht genau wie viele Standards, zum Beispiel wenn ich den OpenID Scope hat, dann gibt es alle diese Claims, die dazugehört. Und dann gibt es die Resource Scopes, die kommen von die OAuth2 Protokoll. Und dann gibt es eigene Scopes. Und die Idee ist, dass ich eine Kubernetes von meinen Claims und kann sagen, für diese Resource muss ich den Scope haben. Und die Client muss das wünschen, ich möchte Recht für diese Scope haben einloggen. Und dann wird validiert, ob zuerst die Client darf die Scope bekommen und dann auch der User darf den Scope bekommen. Und wenn das beides okay ist, wird die Tokens gemacht und das zurückgesendet zu den Client. Und irgendwie ist es wichtig, es gibt zwei verschiedene Scopes. Eine ist die für Identity und eine andere ist für die API. Und du kannst selber eine eigene machen. So, OpenID Flow, es gibt nur noch Dry. Das ist auch verwählend. Es gibt keine Resource ohne Flow. Es gibt nur die Implicit Flow, die Hybrid Flow und die Code Flow. That's it. Und die Implicit Flow ist nicht die Open OR2 Implicit Flow, ist komplett anders. Gleiche Namen wieder. Und der Code Flow ist nicht die Authorization Code Flow vom OR2. Das ist lustig. Implicit Flow, das ist genau, was du soll immer brauchen für eine SPA. Und ich sage immer pure SPA. Für mich ein SPA ist eine Application, die läuft in den Client Browser und ich habe keine Server Rendered Code. Es ist einfach eine Clear Application, die irgendwo läuft. Oder eine React Application. Ich kann es nicht authentifizieren. Und ich sollte immer die Implicit Flow für der Application buchen. Browser Applications. Was mega interessant ist, es gibt zwei verschiedene Typen. Es gibt der ID Token Token Flow und es gibt die ID Token. Und die ID Token ist nutzlos, weil du kannst keine Application, die ich buche oder hat, die keine Data Zugriff hat. Ich habe jedes Mal für jede Application geschrieben an eine Resource API irgendwo. Und wenn du nur die ID Token Flow kriegst, du nur User Claims. Aber du kannst keine Data von der Server holen, weil du keinen Token hast. So, es ist eigentlich nutzlos. Es gibt keinen Sinn. Aber OpenID sagt, das muss unterstützt werden. Vielleicht gibt es eine Application, wo du nur User Data darstellt, aber ich habe es noch nie eins gesehen bis jetzt. Aber eigentlich, die einzige Flow, die interessiert, ist die ID Token Token. Und das ist, wo ich kriege einen Access Token und einen Identity Token. Und was sie sehr gut zusammen macht, ist die Identity Token. Validiert die Token. Es ist ein Parley. Und wenn einer manipuliert vom Hacker oder Attacker, es wird fehlschlagen, es wird nicht validiert und dann kannst du es nicht verwenden. Das ist wirklich ein Paar.
geht auch die Sicherheitschecks und zeigen, wie es funktioniert, aber die sind beide zusammen verheiratet eigentlich. Die CodeFlow, das ist Server-Server-Applications und Backend zu Backend, das ist die sicherste. Und was gut an das ist, dass die Client ist auch authentifiziert und die Access-Tokens zum Beispiel verlassen nie die Sicherheitszone, es bleibt immer die Backend-Channel. Und dann kannst du Refresh-Tokens machen und du kannst auch Reference-Tokens da machen. Aber das eigentlich braucht man fast wenig. Und die Hybrid Flow ist ein Mischung. Das ist ein Mischung zwischen die Implicit Flow, dass du die ID-Token in die Front-Channel machst, dass du das in der Public-Zone hast, aber die Access-Token bleibt immer in der Back-Channel. Das ist das Nehmen an Zugriff auf die Access-Token. Aber es ist nicht geeignet für SPA-Applications. Es ist nur geeignet, wo du Server-Rendered-Views hast. Zum Beispiel, wenn ich eine M4C-Application habe, dann ist das eine gute Lösung. In Java gibt es die Java JSP Pages oder weiß nicht, was sie heißen, da war auch eine gute Lösung. Aber wo du Server-Rendered Views hat, ist das eine gute Variante. Aber sofort du nur APIs hat, ist wieder nicht so geeignet eigentlich. Und die Response Type hier ist Code ID Token. Und der Resource on a Flow, das ist nicht OpenID, das ist nur OR2. Und es gibt sehr viele Angular Applications, ich sehe, oder React, die das implementiert. Und das ist eigentlich nicht sicher. SPA sollte nie Passwords oder Users behandeln. Eigentlich, Passwords und Users hat nichts in der SPA, weil ich kann diese Client nicht vertrauen, weil es in die Client läuft. Also das heißt, ich muss ein neues Fernstuch machen? Irgendetwas? Ja. Oder von anderer Seite weiterleiten? Redirect, so. Genau. Ja. Aber ihr würdet nie ein Passwort-User-File machen in der... Genau, weil es ist nicht sicher. Aber das Problem ist, wenn du diesen Flow verwendest in der SPA, du kannst es nicht vertrauen, ein pure SPA. Und das heißt, dass es gibt Angriffmöglichkeiten, weil die API, die diese User-Passwort konsumiert, kann von irgendwo kommen. Und dann bist du offen für User-Impersonation. Du kannst nicht schützen gegen User-Impersonation. Dann. Und dann irgendeine andere Person kann deinen Client impersonieren. Ah, ja, klar. Und dann ist es nicht sicher. Du solltest es nie verwenden von einer SPA. Aber wenn du zum Beispiel Control über die Host von der SPA hat, das heißt, es ist nicht ein SPA, es ist eine SPA, die läuft auf meine Server-Rendered View, dann kannst du die Sicherheitssachen einbauen, die wieder sicher macht. Zum Beispiel Cross-Site-Request Forgery, genau. Tokens und so Sachen. Auch dann musst du selber die Views rendern. Ja. Und dann baust du alles nachher eigentlich, was die OpenID schon vorgibt eigentlich. Aber es funktioniert dann, aber du musst total Control über die Views haben. Aber wenn es eine pure SPA, die in der Browser läuft, wird es nie sicher sein. Eigentlich, dann, ich sage einfach bei Default nicht broken, weil du hast die anderen Flows und es ist sehr einfach zu verwenden. Deshalb sehe ich keinen Grund, dass ich mal viel brauche, weil es einfacher ist oder weil sehr viele Bibliotheken in Sicherheit von Angular oder React auch sind mit dieser Flow implementiert. Und dann sagst du, okay, ich brauche das, ich weiß nicht, was ich mache, ja, ich muss einloggen, ist erledigt. Das ist meistens die Develop-Ablauf, die ich sehe. Aber ich sage es einfach nicht broken. Und wenn du es brauchst, dann musst du wirklich viel Zusatzsicherheit einbauen. Dann, das kannst du nicht so gut lesen, aber die OpenID Implicit Flow ist, was ich will hier zeigen. Aber eigentlich, was passiert ist, ist genau das, dass ich mache meine Application auf. Und dann die Application merkt, dass die User von meiner Application nicht authorized oder authenticated. Das heißt, der nächste Schritt ist, er sagt, okay, er macht einen Redirect mit der richtigen Response. Und die Response ist aufgebaut, genau wie definiert, dass es welche Flow es ist, welche Client. Du musst ein Nonce bauen, du musst ein State bauen. Und dann wird es redirected auf meine sichere Backend Server mit der Backend Rendered View. Das ist Identity Server für mein Beispiel. Und dann, dort werde ich eingeloggt. Oder die Benutzer einloggt und dann nachher kommt der Consent-File, das brauchst du nicht immer. Er sagt, der Application für diesen Benutzer möchte der Rect oder diese Scopes haben. Ist das okay? Und wenn du OK klickst, wird es dann redirected zurück zu der Application und dann die Application ist der wichtigste Teil, das immer vergessen geht, muss die Tokens validieren auf die JavaScript-Client. Weil es gibt auch eine Lösung, wo du kannst dann, du nimmst die ganzen Tokens auf diese SPA und dann die Signature wird validiert wieder auf die Server. Aber das bringt gar nichts, weil eigentlich nur die SPA-Client muss die Signature von den Tokens validieren. Und viel mag das nicht, weil die Signature validieren muss die JRSign buchen oder es gibt verschiedene Crypto-Libraries in JavaScript. Und du musst eine von diesen verwenden und das auf die Client-Application die Tokens validieren.
Und wenn das nicht gemacht ist, soll sie ID-Token nicht verwenden. Das ist, problematisch. Und bis jetzt kenne ich nur zwei Libraries, die das macht richtig. Und das ist der von Brock Allen und meine. Und die andere, die ich bis jetzt sehe, macht diese Teil nicht. Und deshalb ist es nicht sicher und soll es nicht verwenden. Sag ich, ja, ich adopte die Schritte, ich sage, wie es geht. Die erste Schritt ist zum Beispiel, wenn die SBA merkt, dass ich mir nicht eingeloggt. Oder okay, ist vor die Schritt. OpenID hat die Discovery API. Mit dieser Discovery API gibt mir alle die URLs zurück, die ich brauche zum Authorization machen, zum End-Session machen, Revocation Endpoint. Es gibt verschiedene APIs und die Signatures für die Tokens zu validieren. Es gibt auch ein Endpoint für das. Und wenn ich das zurückbekomme, habe ich alle die URLs, die ich brauche für meine Server. Es ist standardisiert, es ist immer gleich für jeden Server. Kann ich einfach das verwenden, ich muss nichts mehr wissen. Und was diese Request hier macht, ist, ich wähle so die Authorization Endpoint, das habe ich vom Discovery geholt, eine Request machen, so diese Client und diese User validieren. Es ist einfach eine Request in den Server schicken. Weil ich muss beides validieren, nicht nur den Benutzer, ich muss die Client-App auch, das mindestens schickt die richtigen Daten zu mir. Ich kann es nicht autorisieren oder authentifizieren, weil ich weiß nicht, von wo es kommt, aber es muss mindestens die richtigen Daten schicken zu mir. Und was ich hier sage, zum Beispiel, die Response-Type habe ich ID-Token, Token, aber du hast kein Maus da. So, die ID-Token und Token. Und das heißt, ich will eine Identity-Token mit OpenID haben, plus ich will die Token für Data Access machen. Dann muss ich Client-ID mitgeben und diese ID muss 100% übereinstimmen mit was ich auf die Server-Application konfiguriert habe. Clear, groß geschrieben, es muss komplett sein. Ich zeige die Server-Configuration auch. Und wenn das nicht übereinstimmt, wird rejected, weil die Client ist nicht erlaubt, diese Request zu machen. Der nächste ist, wenn ich eingeloggt bin und alles erfolgreich gibt und den Konsens und alles ist okay, gibt der Redirect zurück zu meiner SBA und das ist die URL, wo es wieder startet. Und von da aus in der Client Application geht die Validation Logic los. Und das muss genau übereinstimmen auch mit die Client, mit die Server Configuration. Mit der HTTPS, Localhost oder was auch immer. Es muss 1:1, es darf gar nichts unterschiedlich sein. Und der nächste Teil ist die Scopes, die ich will erlauben. Und das ist auch wieder in der Server definiert, dass nur das Scope ist erlaubt. Und die Client muss die Scopes requesten. Und Teil von diesem Namen, das ist das Most Wichtigste, ist die OpenID Scope muss mitgeschickt, wenn du Implicit Flow OpenID implementieren willst. Das ist in dieser Specification geschrieben. Diese zwei Sachen sind sehr wichtig, dass du nicht den Angriff erlaubst. Die Nonce ist irgendein random String, Crypto, kannst irgendetwas da reinschreiben. Jedes Mal muss das neu generieren und wenn der Response zurückkommt in die Server, das ist Teil von der Identity Token. Du musst die Identity Token Payload aufdrehen und dann musst du validieren, dass diese Nonce übereinstimmt, was zurück von die Server kommt. Und dann weißt du mindestens, was du gestartet hast, ist zurückgekommen. Das ist nicht irgendein dazwischen, hat irgendetwas gespielt. Und die State ist genau gleich, aber das ist nicht innerhalb von der ID Token, das ist in der URL, die zurückkommt. Es gibt eine Hashnocke. Und dann ist die State von der Response auch mitgeschickt. Und das muss auch validieren. Das ist außerhalb der Token, weil die URL darf auch nicht anders sein. Und das sind einfach zwei Sicherheitsmechanismen, um sicher zu sein, dass was du geschickt bist, ist auch was dir zurückkommt, dass kein Mann in der Mitte ist. Jetzt sage ich Code für die OpenID Implicit Flow. Ich mache auch Code für die Identity Server Flow und die Resource API ganz schnell. Und vielleicht man sieht Code für das jetzt. So, jetzt habe ich ein Visual Studio 2017 Projekte und in dieser Application jetzt habe ich eine Angular Application. Das ist nochmal SPA, hat nichts anderes, ist richtig Angular Fair fertig. Dann habe ich zwei APIs, eine ist für File Downloads und die andere ist für einfach Data REST Service. Ganz einfach. Und dann habe ich einen Identity Server 4, das ist meine IDP und das ist, wo ich meine Validation Logic mache. Ich starte die Application und dann gehe ich durch die Application, wie es funktioniert. Problem ist, es ist vielleicht zu viel auf einmal, aber
Was ich mache dann, ich starte die vier Applications, das war meine komplette Softwarelösung. Und dann will ich einloggen und dann zeige ich, wie es funktioniert. Und dann zeige ich, wie die Angular konfiguriert ist und dann zeige ich die Serverseite von der Validation. So, wenn ich starte jetzt in Visual Studio, ich starte alle vier Projekte gleichzeitig jetzt. Jetzt ist am Aufstarten, also meine Studio ist mega schnell. Jetzt bildet es. Die Debug und Chrome ist mega langsam, gell? Ja. Das, und das heißt, es bildet auch die Angular-Applikation? Die Angular-Applikation habe ich schon vorher gebildet. Okay. Ich gucke Webpack zu bilden und ich habe zwei Builds, ein Production-Build oder ein Dev-Build. Okay. Und Dev-Build kann ich debuggen, inline, und die Production-Build ist einfach, was ich liefern. Aber Visual Studio führt NPM-Build oder was auch immer, für genau, Webpack aus. Genau, ich habe okay, cool. Aber die Webpack in Visual Studio kannst du nicht buchen. Nicht gut. Das Problem ist, dass du AOT-Builds machen willst, musst du die NPM-Command-Line, weil die CLI ist Command-Line für NPM nur. Ja. Und Webpack unterstützt es nicht von die Task. Deshalb ich buche die NPM-Task, oder? Ja. Und dann kann ich alles machen. Ja. Und Visual Studio macht das für mich. Visual Studio macht das für exact NPM runs. Genau. Ja. Okay. Ich kann die Scripts nachher zeigen, die NPM-Scripts. Ja, das gibt's auch. Ich habe es gefunden, wo man alles in Visual Studio macht. Und wir machen das Training immer in Visual Studio Code. Es ist einfach einfach zu installieren. Ja, kannst du also das machen. Ja. Ich kann es zeigen, es ist mega einfach. Es ist ein Webpack mit NPM-File und fertig. Cool. Okay, das ist meine Angular-Application. Es macht nicht viel, ich habe ein Login und habe keinen Zugriff. Was ich mache jetzt, ich habe die Packages in der Code, ich logge alles in die Konsole und nur die, was ich will. Ich logge im Moment hier alles in die Konsole. Und jetzt die erste, was ich mache, ist, wenn die Application aufstartet, ich muss meine Discovery Endpoint von der Identity Server aufrufen. Und das gibt mir alle die URLs, die für mich meine Application braucht zum Einloggen. Und wichtig ist die Authorization Endpoint. Und du sagst, oh, das ist auch super. Die Connect Authorization, ist es, kannst du es sehen von hinten, oder? Ja, yeah, ich kann es lesen. Super. Und dann, wichtig hier ist, wo ist diese Dinge? Diese JV, da, diese JVK Endpoint. Da drin ist alle die Signatures, um meine Token zu validieren. Ich kann das rausnehmen. So. Oh, das ist nicht gut, dann machen die anderen. Control-Shift-Plus-A-Case. Aha, das ist zum Format. Oder? Aha, okay, ja. Ich kenne es nie auswendig. Und was wichtig ist, ist, das ist die Keys, die meine Server unterstützt. Und wenn ich meine ID-Token bekommt, ich muss dann diese Keys verwenden, um das Token zu validieren. Und ohne das ist es nicht sicher. Und deshalb ist es mega wichtig, dass ich Zugriff auf diese JVK-URL habe. Und nach dem Callback von den Token verwende ich diese URL, um die Keys zu suchen, was ich verwende. Weil du kannst 100 Keys haben hier. Und die, ich bekomme in die Header von der JVK, von der ID-Token, die Namen von welchen Keys ich soll verwenden, um diese ID-Token zu validieren. Ich zeige es noch, es ist einfach, es ist tot. Okay. Und dann werde ich die Application laufen lassen jetzt. So. Jetzt bin ich nicht eingeloggt. Was ist hier Console? Wenn ich jetzt den Login-Button klicke, was ich mache jetzt, ist ein Redirect auf meinen Identity-Server. Und jetzt, was er macht, ist dieser, was ich vorher gezeigt habe, den ganzen Aufbau von meiner Configuration, hat das zusammen aufgebaut und dann hat das zum die Server geschickt mit der Redirect. Ich bin jetzt nicht mehr auf meiner Angular-Application, jetzt bin ich auf die Server um einloggen. Das heißt, meine Angular hat nichts mit Passwords und Users zu tun. Und viele Kunden sagen, sie haben gar nicht gerne diese Redirect. Weil es sieht schlecht aus auf die Server. Und ich finde, ich sehe das nicht, weil wenn ich das schon mache, ich kann diese Seite stylen, die es genau gleich aussieht wie meine Angular Application, weil es nur CSS. Und dann merkt der Kunde gar nicht. Und dann kann ich mit dieser Sicherheitsnorm einfach wirklich eins zu eins folgen. Viel will ein Pop-up haben. Und ich habe nicht gerne Pop-ups eigentlich. Aber du kannst es wirklich stylen, dann merken sie gar nicht, dass es ein Redirect auf die Server geht. Was ich jetzt mache, ist, ich mache ein Login. Und jetzt, der Benutzer macht den eigenen Login direkt auf die Server. Ich bin auf die Identity Server jetzt. Und ich kann im Hintergrund meine Windows Users haben oder kann Google haben oder Facebook. Ich kann alles verbinden mit diesem Server, wie ich will. Und wenn ich Login jetzt mache,
jetzt wird es validiert, das, und dann kommt die Consent Page. Das ist freiwillig, weil in, wenn ich eine Mobile Application muss ich immer Consent Page, weil ich will alle deine Daten kaufen, der Mobile. Und dann musst du immer OK klicken. Aber in einer Business Application, diese Seite ist gar nicht nötig, du willst direkt zurück zum die Angular Application gehen. Das heißt, du kannst die ganze Seite einfach deaktivieren und dann geht zurück zu die Angular Application. Wenn ich Yes klicke hier oder was ausschaltet, jetzt geht zurück zu der Callback Methode in dieser Redirect. Und dann fängt dann die Validation von meiner Client an. Und das heißt, es geht durch alle die Validation Schritte, die in der Specification geschrieben ist. Und jetzt darf die meine Tokens ist validiert hier. Und dann mache ich eine User Request mit dem Token, mit dem Access Token. Ich gehe so die User Data, gib mir die Data für den Benutzer. Alles die Informationen über ihn. Weil meistens in die ID Token heißt die Nummer die Claims, die er braucht für die OpenID Norm. Aber der Benutzer vielleicht hat ein riesiges Profile mit Bildern und was auch immer er will darstellen. Und das mache ich separat. Das ist normal. Und dann kann ich Data suchen. Diese Data kommt von einer von meinen Resource Servers. Und da brauche ich die Access Token mit BR. Und wenn ich hier klicke, jetzt habe ich die File Download Möglichkeit. Das ist ein komplizierter, aber. Weil File Download statisch Links kannst du nicht einfach downloaden, weil Problem ist, du darfst die Access Token niemals in die URL adden, weil dann ist es unsicher. Das heißt, du kannst nicht eine File Download, die secure ist, machen. Du musst einen anderen Weg machen. Und jetzt siehst du in meinen Logs, da ist meine ID Token hier. Schön geschrieben. Das ist ein JVT. Jetzt kann ich das hier gucken. Es gibt diese coole Website, JVTEO. Jetzt nehme ich das Foot. Jetzt paste ich das rein. Nicht da. Das hat nicht funktioniert. Copy. So. Ah, ich habe die Silent Renew eingeschaltet. Das sehen wir jedes Mal ein neuer Token holt. Copy da. So, das ist der Token, das meine Server zurückgegeben ist. Diese ist die ID-Token, die Nummer für die Identity ist. Nichts von Kleinzuge. Und was du siehst hier ist, so ist die wichtige Sache, es hat der Header und dann hat meine Payload. Und dann gibt es Signature nachher. Und zwei Sachen, die sehr wichtig sind, die, welche Algorithmen ich brauche Krypto, um die Token validieren. Und die Key-ID ist, welche Key von dieser URL, die vorher gezeigt wird, verwendet, um die Signature zu validieren. Und das muss validiert sein. Und dann die Payload, das ist alles die OpenID Norm geschrieben, was jeder von diesen Items definiert ist. Zwischen der Issuer muss genau übereinstimmen zu der Issuer von dem Server und das wird validiert von Discovery. Jeder Item hier wird validiert. Oder die Nonce, das ist das, was ich vorher geschickt habe in der Request und genau der Nonce ist Teil von der Payload. Und dann kann ich das validieren. Und die Add-Hash, das ist ein sehr wichtiger, das sage ich auch, das ist die ist interessant, die Token, die mitkommt, die Access-Token, ich nehme die ersten 128 Bytes und dann wird das zu Bitcode konvertiert und dann validiert das dieser Hash von diesem übereinstimmt mit das, was hier drin ist. Oder ich kann es nachher zeigen, aber das muss 1 zu 1 übereinstimmen. Oder das so ist die ID für diese Identity Pass. Und wenn ich die User Data hole zum Beispiel, dieses Service zurückkommt in die User Data, muss 1 zu 1 übereinstimmen. Das muss ich auch validieren. Und es gibt sehr viele von diesen Checks, die sicherstellen, dass es nicht irgendein anderer in der Mitte das oder diese Tokens aufgemacht hat. Okay. Jetzt so Code jetzt. In dieser Application, das ist alles auf GitHub jetzt. Die NPM-Package, die ich gemacht habe, ist komplett hier im Code. Du kannst einfach selber den Code verwenden und anpassen, wie du willst, oder kannst einfach die NPM buchen. Meistens musst du gar nichts machen hier. Dieser Teil hier ist immer gleich. Und die Einzige, was du musst machen, ist die Configuration ändern. Und die Einzige, was du sagen, ist, wo finde ich meine STS-Server, das ist die Identity-Server, welche URL ist der Redirect, wo soll ich zurückkommen? Und dann welche Flow will ich haben, immer die Token, das ändert für mich nie, wenn ich diese Token. Die ID ist eine spezifische Application ID, das muss übereinstimmen mit dem Server. Und dann eine Kleinigkeit, die nicht wichtig ist, also zum Beispiel Post Redirect, wenn ich auslogge, ich sage es dem STS Server, wo in meine Angular Application soll der wieder aufgehen.
Das ist jetzt geht so gesagt, goodbye, thank you for visiting oder was auch immer. Check Session ist etwas interessant. Es gibt eine neue Norm, wo du kannst die Session von der ID-Server überprüfen. Zum Beispiel, wenn ich eine andere Application oder direkt auf die Server auslage, ich kann es überwachen, ob der Person die andere Application auslagt. Und dann meine Application bekommt ein Event, zu sagen, hold on, der Person ist ausgeloggt in den Server, willst du etwas machen? Aber es ist nicht deine Session in der SPA, es ist die Session auf die Server. Und ich kann das überwachen mit dieser True oder False. Dann bekomme ich ein Event und ich kann die Event behandeln, wie ich will. Beispiel für mich vielleicht ein logischer, vielleicht kannst du gucken, dass ich neu einlogge, zum Beispiel, wenn die Session geendet. Oder auslogge, das ist nicht mehr sicher, weil die Person wollte, dass du ausloggst. Das ist total application-abhängig. Select Menu, was ich hier mache, ist, dass wenn meine Identity Token expired ist, dann automatisch wird ein neuer E-Logger und der ganze Prozess neu startet. Das du musst nicht jedes Mal von Hand machen. Dann kannst du sagen, ich mache 10 Minuten Tokens und dann jede 10 Minuten wird die Token neu refreshed. Das heißt, wenn ich gehackt bin oder jemand klaut meine Tokens, 10 Minuten Zeit ist der Max, dass es gültig ist. Oder wenn ich nicht auslogge. 10 Minuten nach der Auslage sind die Access Token ist nicht mehr valid. Das ist, ich brauche Angular Routen in dieser Library. Das heißt, wenn ich erfolgreich eingeloggt und validiert ist, das ist mein Angular Route. Und das ist die Seite, die aufgemacht ist. Und das finde ich gabig, weil ich brauche immer Angular Routen mit Angular Applications. Und dann gibt es Verbinden, Unauthorized. Und dann normalerweise willst du die Debug false setzen, weil du willst nicht loggen. Und du willst nur die Warnings Console zeigen, wenn etwas schief geht. Ich will nie eigentlich loggen in der Console. Das ist nur für mich, wenn ich ein Entwickler bin, dass ich sehe, was läuft und vielleicht siehst du, ob es falsch konfiguriert ist oder. Und diese zwei sind für Google gemacht, weil Google hat es nicht richtig implementiert. Das Problem mit Google ist, sie haben Cores nicht für Browser Application nicht aktiviert für die well-known Endpoint in ihrer OpenID Implementation. Deshalb, ihr kann es nicht von einer Browser-Application das verwenden. Und was ich muss machen, ich muss es auftun und lokal speaker und dann darf ich diese well-known Endpoint verwenden. Und das Idee hier ist, dass ich kann sagen, dass ich schalte das lokal lesen und dann werde ich es von dieser JSON-File das holen, die Data, die ich brauche, um diese Server zu verwenden. Und zweitens haben sie in ihrer well-known Configuration, haben sie die ID-Token verkehrt geschrieben, sie haben Token-ID-Token. Sie haben einen Fehler in der Implementation eigentlich. Aber Google darf alles machen. Das ist auch zum Beispiel checken, ob die Clock von der Server nicht so weit entfernt von der Clock von der Client ist. Weil wenn es zu viel auseinander geht, ist es gefährlich, dass es irgendein so ein Mummerspiel ist. Das ist Playback oder. Dann kannst du sagen, Max ist 30 Sekunden oder 3 Sekunden oder das ist auseinander durchdriften. Okay. Dann die Gegenteil, so das ist auf die Server. Und ich sage, erst wieder eine Core-Application hier. Und das ist alles in dieser Config hier. In dieser Config jetzt muss ich meine Identity-Resources definieren. Das ist, was ich für die OpenID verwende. Und es gibt ein paar Standards, OpenID, Profile, E-Mail und so weiter. Dann gibt meine API-Resources. Das ist, wo ich die Scopes definieren mit den Claims. Zum Beispiel diese Scope, die Date-Event-Records, gebe ich die User Claims, Role, Admin, User, bla bla bla. Und das ist, was ich dann verwende in die Resource API. Und dann sage, okay, du musst mindestens der Claim haben, dass du darf diese Methode aufrufen in meine REST API oder die ganzen REST Services Nummer, wenn das Claim vorhanden ist. Bist du Administrator oder nicht Administrator? Ist Claims, sagen wir jetzt, das sind nicht Roles eigentlich. Und das definiert, dass wenn ich diese Scope bekomme, diese Claims sind möglich. Und dann die Benutzer, wenn er einloggt, der Benutzer hat der Claim, wenn er das Scope verlangt ist. Und dann wird das mitgeschickt in die Access Token. Das ist der Unterschied zwischen Access Tokens Scopes und Identity Scopes. Und eigentlich brauchst du nur die Access Tokens in die Access Token und nicht in die ID Token. Deshalb kann man schon splitten jetzt in Identity Server für. Und jetzt die Client Configuration ist hier. Wir haben den Angular Client. Und das ist nicht so wichtig, der Name, aber die Client-ID hier muss 1:1 übereinstimmen mit das, was auf der SPA konfiguriert ist. Wenn du Google machst, ist es genau gleich. Die Access-Token hier habe ich definiert als eine Reference. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, ich gebe die Access-Token nicht zu der Client, ich gebe eine Reference-Token auf die Access-Token-User her.
das, ich bin nicht sicher, ob du kannst das irgendwo anders machen, aber Identity selber unterstützt das. Das heißt, das ist nur mal eine Reference, was gut und das ist jetzt, ich kann die Lifecycle killen, wenn ich mache ein Logout, und dann kann ich alle meine Soaps, alle die Reference Tokens delete und dann nehmen das mehr Zugriff auf die Access Token. Und dann ob genau Logout ist die API zu. Und es gibt keine mehr Tokens, die verwendbar sind. Die Lifecycle ist sehr wichtig. Das sollte so clean wie möglich machen, aber nicht zu clean, weil du willst nicht jedes 5 Sekunden hin und her neu machen. Aber wenn es zu lang ist, zum Beispiel wenn es ein Monat oder ein Jahr ist, die Access Token Lifecycle, dann die Ressourcen abgibt, wenn irgendeiner diese Ticket generiert und das Ticket um ist, dann ist es immer offen, ist nicht mehr geschützt. Also die Access Token Lifecycle sollte nicht so lang. Das ist nicht so wichtig, finde ich. Die Flow ist implicit, das ist für diese Identity ID Token oder Token Flow. Und dann Access Token via Browser, das sagt, ich erlaube, dass ich die Access Tokens zu der Frontend gibt. Das heißt, diese, ich will die Access Token an meine Client geben. Dann der Redirect URLs, das ist genau das, was wir vorher konfiguriert. Cores ist sehr wichtig, weil meistens hast du die Idee, wenn du zwei Applications hast, nicht in der gleichen Domain vielleicht, oder du hast zwei verschiedene Domains, und dann kann sagen, dass der Client nur von der und der Domain darf zugreifen. Das heißt, wenn ich definiere meinen Angular Client, nur wenn er kommt von der Domain, das ist hosted dort, wird es validiert und okay. Sonst alles anders, was diese anderen Phishing Webseite kommt, wird nicht akzeptiert. Und deshalb es kann nicht, es kann nur über meine Seite kommen. Das ist super. Und dann definitiv die Liste von allen Scopes, dass diese Client darf verlangen. Und wenn die Scope nicht definiert ist, sondern der Client sagt, ich mag diesen Scope haben, es wird nicht erlaubt und dann wird es blockiert einfach. That's it. Und du kannst genau gleich definieren für die anderen Clients, aber es ist mega easy zu konfigurieren. Über die Rest der Identity Server Configuration, wie das zusammen Profiles, das geht nicht rein, jetzt will das ist, da kann ich ein paar Stunden da bringen. Das ist vielleicht zu kompliziert. Den Resource habe ich ganz schnell. Jetzt habe ich so, oh nein, ich mache die Angular Application. Login ist in die, ich habe es nicht so schön implementiert hier, weil es gibt, kannst du die Art Guards buchen. Aber in meiner Hauptseite von der Angular-Module, was ich mache, ich buche diese OpenID Service. Und die Einzige, was ich mache, das ist, wenn ich den Login-Button klicke, startet die Authorization Process. Und das macht diese Redirect-URL aufbauen und das schickt es zu den Server. Und wenn ich zurückbekomme, ich schicke es zu der gleichen Route und die gleiche Seite wird gestartet, diese App-Component. Und wenn ich ein Hash finde, dann mache ich die Callback Implementation. Und das validiert die Token, macht die User Data holen und dann geht die Application los. Dann macht der Redirect auf die, wo ich will. Und ich buche nur diese Hash, das ist mega einfach implementiert. Es gibt verschiedene Wege, ich kann das getrennt machen, ich kann getrennt ein Modul, ich kann HTML, aber das ist deine eigene, wie sagst du, App-Logik. Aber ich wollte es einfacher halten für das Beispiel. Funktioniert okay. Was auch hier drin ist, habe ich ein Logout und dieser Logout dann, das habe ich nicht gezeigt, aber ich mache, es gibt ein End-Session Logout und das nutzt meine Reference Token, schickt es auf die Server und dann sucht alle die User Soaps mit diesem Reference Token und entfernt es. Das heißt, ich mache ein Logout für alle Applications. Es gibt verschiedene Logik, wenn nicht viel Kunden will, dass du nur die Client Application ausgeloggt ist, aber nicht der Person für alle Applications. Das heißt, ich bin eine Person, ich habe ein Windows Desktop, ich habe eine Xamarin Application, ich habe eine Mobile Application, ich habe meine Webbrowser Application und alle vier sind eingeloggt. Manche Leute sagen, wenn ich Logout mache, ist das alle vier Applications auslogge oder nur die Application, wo ich jetzt bin. Und das ist Application immer jedes Mal anders. Und that's it. Mehr Buchs nicht eigentlich. Und ich kann das NPM zeigen. Wenn ich die NPM Package braucht, da, ist noch einfacher. Die einzige Person, die es machen in die Packages hier, ich kann es dir zeigen, du hast vorher gefragt über die NPM Scripts. Die Build ist hier gemacht in die Scripts hier. Und ich brauche, ich habe meine Production Build da. Das macht der AOT und Tree Shaken. Yeah. Und dann gibt der Watch, der FD, ich brauche es zum Entwickler und dann kann der Debugger. Ja. Und die sind alle irgendwie im Visual Studio Code hinterlegt als
Studio Code. React-Config, oder? This is a package JSON, das ist meine erste Frage. Das Kommando muss ich dann irgendwo im Visual Studio. Genau, es gibt ein Tool in Visual Studio 2017, die NPM Task, oder? Aha, okay. Und hier kann ich alles laufen. So ist jetzt. Ah, okay. So ist hier, es ist nicht Bild. Aber der Play-Button oben vom Visual Studio, da kann man direkt dann verknüpfen mit etwas. Kann schon, aber ich habe es nicht verbunden. Ah, okay. Für mich habe ich immer zwei Builds. Eine ist die NPM-Build und das mache ich alles mit der Task-Runner. Und die zweite Build ist für die Backend, die .NET Core. Also der Play-Button oben über dir mit. Das bildet die .NET Core Application, aber es macht die NPM nicht. Was ich gemacht habe, ist, wenn ich die Application aufstarte, die Watch kommt automatisch immer bei mir. Das heißt, es bildet immer. Wenn du speicherst, wird es sowieso. Genau, jedes Ende wird automatisch gebildet. Und dann habe ich immer die neueste von der Dev-Build. Ach, das ist aber möglich. Das heißt, die Skripte, die unten aufgelistet sind, die Tasks, die kann man mit einem bestimmten Bild-Event verknüpfen. Und dann würdest du es halt einen Play-Button machen. Genau. Wie Watch macht mehr Sinn. Das ist einfach, was drin liegt, will ja Speicher drucken und dann muss im Browser es macht Sinn. Und wichtig ist, wenn du .NET Core zusammen mit Angular Frontend machst, du musst zuerst die NPM bilden und erst dann publishen. Okay. Und viel, irgendwie ist mega müßig, du willst nicht das von Hand schieben, wenn auf der Build-Server gibt es eine Continuous Integration, dann musst du einfach dieses Skript aufrufen. Dann mache ich einfach NPM Production Build, dann mache ich eine .NET Core Build, publish das in meine www.root und das Package dann nehme ich und das schicke ich auf meine Server. Und da ist dann das Angular, das ist JavaScript, HTML, statische Single-Page-Applikation, ist im .NET Projekt. Genau. Aber dieses Projekt, das ich hier verwende, ist nur mal Hosting. Ich habe nichts .NET, ist nur mal meine Wahl Hosting. Also .NET Published nutzt es zum Deployen von der Single-Page-Applikation statisch. Okay. Aber ich konnte eine API implementieren, einen Controller, in die gleiche Application. Das ist logisch. Und jetzt habe ich eine mega alte Angular-Application hier, zwei Versionen alt schon. Das ist meine Angular-Application. Und die einzige, was ich muss machen, dann ist meine Sicherheitsmodule, die Art-Module adden, bilden und jetzt läuft es schon. Und zu verwenden die Application in die Art-Module, ich muss das importieren hier. Ich brauche die Art-Module, die Service und die Configuration. Und dann sage ich genau in die Start von der Configuration hier, was ist meine Configuration? Und das ist die Configuration von meiner Google OpenID Server. Zum Beispiel in Google habe ich eine Client ID. Bei Google musst du das in der Identity Teil von Google das konfigurieren und bekommst du eine Client ID. Das ist diese komische String. Und dann bekommst du, ich will ID Token und Token, weil ich habe eine Resource App hier Zugriff habe. Deshalb ich brauche ein Access Token. Google unterstützt nur OpenID, E-Mail und Profil. Und das ist, was ich will Logout machen. Und siehst, diese meine Spice. Spezielle Sachen hier für Google. Die Local Google Configuration habe ich hier. Und das habe ich einfach in meine www.root mit deployed. Das habe ich einfach mit der HTTP Request von Google abgeladen. Und jetzt habe ich meine Configuration für Google. Und Sie sehen zum Beispiel, das ist falsch dort, das ist verkehrt. Eigentlich sollte das nicht so machen. Das sollte nicht einfach validiert sein, eigentlich. Aber Sie haben eine validierte OpenID Implementation. Und eigentlich in der Course Blocker ist es gleich mühsam. Und jetzt kann ich dann mit meiner kleinen Application die Google von meiner Gmail verwenden und habe meine Gmail Profil hier jetzt. Und wenn ich das starte, funktioniert dann auch gleich. Oder ich kann es so machen jetzt. Jetzt versuche ich mit dem Google Server zu verbinden als meinem Ort Server. Und es ist wieder mega schnell am Starten. So, das ist meine Google, das ist local geholt, jetzt nicht mehr von der Server, weil es ist nicht Core aktiv. Wenn ich jetzt logge, versuche ich auf meine Gmail-Konto zu einloggen und da ist meine Gmail-Konto und mein Name. Und jetzt kannst du sehen, was Google zurückgegeben hat. Ich habe meine Damien ist mein Name, da ist meine Picture, oh, ich habe ein Bild, das habe ich gar nicht gewusst, und ich habe ein Profile. Und was Google mega interessant ist, wenn du siehst, diese Profile, sie unterstützt die Logout nicht richtig mit der Check-Session, End-Session. Weil Google will nicht, dass du ausloggst eigentlich. Aha, Google will nicht, dass eine andere Applikation kann dich komplett ausloggen. Ja, und wenn ich auslogge her... Du bist ja bei Google Plus auch ausgeloggt oder bei YouTube. Aber wenn ich auslogge her, ich bin nicht von Google ausloggt, ich bin nur lokal. Die Application bin ich ausgeloggt, aber nicht bei Google. Wenn ich jetzt neu einlogge... Also auf YouTube oder Google Mail... Ist sofort wieder da. Aber
Vielmals willst du das auch sowieso, nicht schlecht. Und dieser Token ist was von Google zu bekommen, das ist mein Identity Token. Kann man da loggen, was sie zurückgeben. Und was mega schön ist, jetzt habe ich einen komplett anderen Identity Server. Und es gibt genau die gleichen Sachen zurück, wie ich vorher wollte, in meinen Identity Token da. Und das kann ich genau gleich validieren, die Specification stimmt überein. Und ich habe die gleiche Client mit zwei verschiedenen Servers. Und dann habe ich OpenID Connect implement, OpenID Dicht verwendet, das ist ein dritter Identity Server, die unterstützt OpenID. Es funktioniert auch reibungslos. Es gibt eine coole von Node.js, die genau die gleiche implementiert und es wird auch genau gleich funktionieren. Deshalb, ich habe irgendeinen Identity Server broken. Ich bin gar nicht verheiratet mit irgendeiner Facebook oder Specification. Ich habe irgendeinen von diesen Servers. Wenn er sagt, er unterstützt Identity Server OpenID Connect, oder ist OpenID Connect, dann kann ich meine Client mit funktionieren. Man muss nicht mehr Angst haben. Es ist mega easy, jetzt Applications zu implementieren. Jetzt. So, was will ich dir auch zeigen? Du hast jetzt nicht die eigene OpenID Server aufgerufen jetzt. Zweites Beispiel ist das direkt von Google verwendet. Direkt von Angular zu Google. Genau, und die erste habe ich alles selber gemacht. Und für mich, normalerweise mache ich immer selber die Identity Server, weil meistens habe ich alles. Ich habe meine Identity Server, ich habe meine Resource API, so was ich immer, und ich habe meine Client API. Okay. Und was schön ist, dann auch wenn ich irgendwie eigene anderen Login Provider hinten habe, ich implementiere fast immer eine Identity Server für. Und von da aus verbinde auch alle die anderen Security Sachen zu meiner Azure oder zu meiner Windows oder zu meiner Facebook. Und dann habe ich eine schöne Schnittstelle. Meine Application geht gegen diese Schnittstelle, die Identity Server. Und was hinten ist, dann ist wirklich spezifisch, was meine Legacy, meine System. Es gibt so viele verschiedene Security-Aufbau in jeder Firma. Oder in den Banken gibt es coole sicher. Und ich könnte das alles hinten die Identity Server verstecken. Das alles implementieren, genau wie spezifiziert oder nötig ist. Und dann meine Application arbeite ich gegen die Identity Server dann. Und dann habe ich es sehr einfach, dann kann die Arbeit splitten, ich kann zwei verschiedene Teams das implementieren. Es ist relativ einfach dann zum Schaffen. Du könntest theoretisch von dem Identity Server einmal zu Google und einmal zu Facebook connecten und dann gleichzeitig. Genau, ich könnte auch so machen, dass mein Identity Server, ich brauche einen externen Login Provider und das geht zu Google dann. Genau, nicht direkt, ich kann da hinten, und dann brauche ich meine Lokale. Und ich kann da Google als eine Fallback machen für mich. Wenn meine nicht irgendwie für irgendeinen Grund will Google buchen oder Facebook, kann ich Twitter buchen, es gibt verschiedene. Also Fallback-mäßig. Und dann die Clients, nicht jeder hat jedes Konto jetzt. Google hat jetzt eine eigene Benutzerdatenbank, WhatsApp, jetzt ein Identity-Server. Genau, zum Beispiel dieses Beispiel hier habe ich eine. ASP.NET Identity, nicht der, ist auch da. Ich habe einfach zum Demo zeigen, habe ich Identity mit Entity Framework Core verwendet und das braucht dann diese Identity Database. Und ich habe jetzt mit SQLite verwendet, weil ich will nur das schnell deployen. Aber ich kann irgendeine MySQL oder Oracle oder Postgres oder was ist die andere, das ist MySQL, das ist die andere. Und ich kann irgendeine von dieser Database mit Entity Framework Core unterstützt ist. Und dann funktioniert meine Application. Das heißt, ich kann irgendeine Identity Database aufbauen, wie ich will. Und die Logik ist alles über Schnittstelle implementiert. Das heißt, ich kann jedes Teil von meinem Identity Server mit meiner Logik ersetzen. Ist sehr schön aufgebaut eigentlich. Du kannst es auch selber aufbauen. Es ist Schnittstelle, das heißt, gib mir die Profile-Data. Und diese Profile-Data kannst du selber implementieren, wie du willst. Weil viele Leute hast zum Beispiel EF Core, ich weiß nicht wieso. Also ich muss das selber implementieren. Ich brauche meine OAuth-Mappe. Alle die anderen sind falsch. Die Applikation, die halt den anderen schon Datenbank hat, yeah. mit komischen Feldnamen und immer verschiedenen. Aber du kannst es buchen, yeah. weil yeah. du hast eine Schnittstelle und da Schnittstelle yeah. kapselt die ganze Data-Persistence-Layer. Yeah. Und dann was oben drauf ist, der ist Identity. Was schön ist, als bei der Core ist, alles ist per Dependency Injection, so du kannst yeah. wirklich plug and play yeah. jetzt, wie du willst. Und dann muss auch Profiles Claims implementieren. Es gibt schon die Ramp-up ist ein braucht gewisse Arbeit, bis du das kannst, aber es ist alles vorhanden, was du brauchst. Aber du nicht eine von die Standardlosen gebraucht, zum Beispiel sagst du willst wirklich die eigene Persistent Layer aufbauen,
dann musst du Zeit einrechnen vor der Ramp-up. Es geht nicht so schnell auf den ersten Blick. Okay, ganz kurz sage ich, geht nicht so viel. Hier habe ich ein Beispiel von einem Hybrid Flow. Und was der Unterschied ist, diese Application hier ist nicht eine SPA Application. Das ist diese hier. Diese Application ist eine M4C Application mit Razor Views. Und in einer von meinen Razor Views haben wir eine komplett Angle Application. Wenn ich sage, meine Webpack File. So, Webpack Dev. Kennt ihr den Webpack? Super cool. Aber bald, das ist so alt jetzt, es muss die nächste Version oder der nächste Tool kommen langsam. Das ist mega alt für Java. Da, was ich mache jetzt hier, ich bilde meine ganzen Angle-Application in eine Razor View jetzt. Und das heißt, ich habe nicht eine SP-Application hier, ich habe eine MVC-Application mit Server-Rendered Pages. Und in dieser Server-Rendered Pages habe ich eine Angle-Application, die läuft. Yeah. Das heißt, ich kann diese Hybrid-Flow buchen jetzt, weil ich kann dann Cookies zu meiner Server-Rendered-Seite geben. Yeah. Und dann, dass ich Cookies verwende, habe ich Probleme mit Cross-Scripts, Cross-Sites, Cross-Script Request Forgery. Habe Probleme mit das, und da ich Server in der Page Art kann Anti-Forgery Cookies verwenden und immer das validieren für jede Request Response. Und dann habe ich das nicht mehr, diese Problem. Ich habe es geschützt. Und das ist hier in der Startup gemacht. Angular unterstützt es out of the box unter einer X-Token. Aber es ist Startup, ist einfach. Ausgibt. Wo ist das jetzt? Und das heißt, du schreibst Place-Templates, wo serverseitig gerendert werden im Angular Component. Oder? Verkehrt. Nein, umgekehrt. Ja. Aha. Ich hab, aber was ist ein Place-Template? Das ist nur das App-Root. Ja. Oder? Ich habe nichts anderes drin, es ist nur meine Render-Seite. Aber in dieser Render-Seite. Das App-Root und dann natürlich das ganze. Okay, also. Das ist die, ich mache diese Anti-Forgery Copy. Yeah. Auf diese Route und das kommt immer von die Server, jeder Request Response. Jedes Mal kommt eine neue. Und dann Angular, dass ich diesen Namen brauche, hier, Angular automatisch addet das zu jeder von die HTTP, die Database, die HTTP Component von Angular. Yeah. Und dann jedes Mal, alles was ich mache, dann wird das mitgeschickt und dann kann ich das jedes Mal validieren. Und auf meiner Client-API, wo ist das? Ist das geschützt? Ah, ich habe das komplett global geschützt. Welchen Attribut? Ist das der Attribute oder kann es global? Was ist das Attribute? Ja, da habe ich keinen. Ich habe nur mit der Methode geschützt mit den Anti-Forgery Cookies. Und das heißt, dass wenn der Cookie nicht vorhanden ist, wird kein Data erlaubt zum rausgehen. Und ich habe das nur mit Server Rendered Pages. Deshalb ist es nicht der SPA und deshalb darf ich Cookies broken. Aber ja, ich hätte lieber sowieso Tokens. Aber es geht auch, wenn du wirklich der Weg gehen. Und wenn ich ein Login mache jetzt, ich mache ein Login jetzt in die Application von der M4C direkt zum die Identity Server und back zum die M4C Application und dann gebe ich das Seite wieder aus. Und dann, wenn ich umklicke innerhalb von der View, dann bin ich wieder in die Angular Welt. Ja. Das heißt, ich mische die zwei Applications. Und es hat Vorteil, dass du Server Render Pages halt kannst du andere Sicherheitsconstraints einbauen oder Schutzmechanismen. Aber ich will nicht mehr von das zeigen, ich will Seed Gate davon. Ist es okay mit dem Code bis jetzt? Ist es mega, mega schnell, aber irgendwie ich würde sagen, kannst du anfangen zu lesen, hoffe gibt es ein paar Pointers oder gibt es Fragen für die zweite Teil starten? Weil das ist einfach die Login. Authorization, Authentication Teil. Und es gibt viel, viel, viel mehr Sachen dort, aber es ist einfach das schnell überfließen. Das war nicht schlecht, das ist die erste, oder? Für mich ist es zu schnell, zu langsam? Es ist sehr schnell, aber es ist gut. Gut. Also, ich kann mich nicht jedes Mal als Gespräch jetzt. Ja, wir können ja auch die Slides teilen, also die Links zurückgekriegt. Okay.
schnell, dass man so Inputs. Ja, genau. Und jetzt kommt die zweite Teil. Oh, ich muss wieder klicken, dieses PowerPoint. Weißt du, wie kannst du wieder auftun, PowerPoint in der gleichen Art? Shift F5 oder Steuerung F5. Das ist in der .NET Day, das war mega schlecht, und ich in der falschen Art wieder aufgemacht. Und ich habe rechts unten dazu geklappt. Jetzt kommt die zweite Teil. Wir haben die Möglichkeit jetzt secure zum Einloggen, weil das hätten wir sehen. Eigentlich das weißt du, sollst du immer OpenID Implicit Flow brauchen, wenn du SBA hast. Und alles andere hat Löcher. Und wenn du Resource Owner Flow oder irgendetwas anderes brauchst, du musst Zusatzschutzmechanismen einbauen. Und mit Logout dann ist auch wichtig, dass der Access Token nicht so weit geht. Und dieser Teil sagt, jetzt habe ich meine Secure Tokens, ich habe meine Access Token und meine Identity Token und jetzt schaffe ich. Und dann ist wichtig, dass jeder Entwickler die gewisse Sicherheitssachen einbaut, dass die Hackers waren die Sessions nicht die Application Session hijacked oder iFrames verwendet oder Tabs auftut oder die XSS Tags macht. Weil das hat nichts mit den anderen Teilen zu tun. Man muss unsere Angular Application auch schützen, waren die Session. Und jetzt habe ich einfach ganz schnell durch verschiedene Sachen, dass du kannst machen. Und dann die Idee ist, dass du kannst selber nachschauen, wo wie das geht, oder kann es auch erklären, wenn es geht. Aber die erste Fehler, das fast jeder macht, ist die Access Token in der URL. Das ist höchst verboten. Weil das Problem ist, wenn du Access Token in der URL machst, das wird jeder Router spiegelt und geloggt. Und ich schicke das über 20 Routers, wenn du wie in Internet geht. Und jeder von diesen Routers kann da Access Token broken und deine Data verwenden. Das heißt, es ist mega falsch. Und weißt du, Problem ist, wenn ich ein File Download machen willst, du hast keine Möglichkeit, das in die Header zu adden. Und der Header ist geschützt, weil das ist innerhalb von der HTTPS-Zone. Und die Idee ist, was der Workaround, was du machst meistens, oder was ich mache, ist, dass ich mache einen Request zu den Server mit der Sicherheit, der HTTP GET oder POST, und dann die Bearer-Token mit die Access-Token ist da in die Header. Und dann das gibt mir zurück eine random URL-GUID-ID, die einmal darf verwenden für die nächsten 5 Sekunden. Und dann du kannst da draufklicken, und das wird meistens in die Angular Application sofort aufgerufen und dann kannst du den File downloaden. So, es macht 2 Trips. Und mit der Weg ist, ich habe die Access Token nicht public gemacht. Und zweitens dann, ich habe die beste Möglichkeit, um diese File downloaden. Mhm. Ohne, weil ich will einen Download-Link, die statisch ist. Wenn du eine Application hast, brauchst du es nicht, weil dann kannst du sowieso das in den Header adden. Und dann brauchst du es nicht. Ist nur, wenn du keine und einen statischen Link hast. Das heißt, einfach Access Token sollte nie public. Was auch kam, noch nicht seit vorher. Meine Identity Server habe ich Logs eingebaut. Sig-Log brauche ich im Moment viel. Und da habe ich Debug aktiviert. Und ich habe alle meine Access Tokens in meine Log Database gespiegelt. Und das war mit HTTP. Das ist mega schlecht eigentlich. Das ist ein riesiger Fehler. Das ist eigentlich das größte Problem, wenn du die Log Database alle deine Access Tokens loggt. Das ist einfach, du machst genau den gleichen Fehler, weil viele haben Zugriff auf die Log Database, vor allem wenn das Internet und Azure. Das heißt, du solltest nie Access Tokens, Identity Tokens loggen. Es darf nie Debug Mode. Und manchmal machst du schnell etwas, du willst loggen, wieso die Application nicht läuft. Und dann machst du alle deine Applications public. Und dann die Leute können schnell das Copy-Paste und dann hast du Zugriff zu diese. Die Person, die dann loggt, den hat alle ihre Data einfach, ist es offen. Die nächste Sache, die du musst unbedingt schützen, ist die Cross-Site Scripting. Und das geht vielmals vergessen. Es gibt 3 verschiedene Typen, der Persistent, Reflect und DOM-based. Aber das geht, das Problem ist, dass ich habe meine Application nicht richtig geschrieben oder nicht richtig geschützt. Und das gibt die Möglichkeit, dass ich meine Attacker-Code in deine Application injecte, irgendwie über die Database oder über irgendwie das Inline-Code oder was auch immer. Und eigentlich, wenn wir als Entwickler das jetzt machen, ist es fahrlässig, weil es gibt so viele Möglichkeiten, das zu schützen. Du musst nur mal diese HTTP-Headers buchen und neu gibt es diese Content Security Policy. Okay, das ist nicht back. Oh, back. Und das musst du einfach jetzt implementieren. Und das geht viel vergessen. In ASP.NET Core ist es sehr einfach. Es gibt diese coole Bibliothek, das NWebSec. Und diese Library kannst du alle diese HTTP-Headers einfach automatisch adden. Auch wenn du ein Node.js-Backend hast, du musst loggen, dass die Headers richtig konfiguriert in die Responses. Und einer von diesen ist die Course Policies, weil die erlaubt ist. Weil wenn du sagst, ich will nur der Domain erlauben. Und dann, es gibt der
XSS Protection Header muss adden und dann gibt es die Content Security Policy. Und das musst du definieren, dass zum Beispiel ich darf keine Inline Scripts erlauben oder kein Mixed Mode, das ist ein riesiger Fehler auch. Wenn du Mixed Mode erlaubt, du HTTP, die HTTPS ist, dann lässt du offen für diese Cross-Site Request Forgery Attacks. Das heißt, Mixed Mode muss verboten sein. Und das kannst du alles über diese Content Security Policy machen. Und eigentlich da ist ein Beispiel von wie der Header aussieht. Oh, jetzt brauchst du da wieder. Da ist dann ein Beispiel, das nur Self darf verwenden. Oder hier zum Beispiel, ich sage, keine Blocker Mixed Mode Content oder kein Unsafe Inline erlauben für Styles, aber nur Evaluation für Script. Und du kannst, die Idee ist, dass du maximale Einschaltung wie möglich ist. Das ist so viel Sachen zu ist wie möglich. Aber genug, dass die Application immer noch funktioniert. Weil irgendwie ist jede Application wieder anders. Und in .NET Core ist es mega easy mit der N-Website. Ich kann use CSP und dann definieren wir Options. Das ist super gabig, das eigentlich. Und das halt, dann mit das kann ich einen Teil von die XSS-Attacks schützen. Core ist wieder das, ich glaube, jeder kennt das inzwischen, oder? Du musst aber per Default ist same origin policy definiert und jetzt muss ich sagen, ich will erlauben von dieser Domain, diese Domain, aber dann habe ich die XSS viel geschützt einfach. Aber das ist auch ein riesiger Fehler. Ich kenne das immer. Wir haben einen Entwickler, wir machen Dev und es muss schnell laufen und es funktioniert gar nicht. Und die erste, was du machst, ist allow cores for all. Und dann alles aktiviert und dann Production Code ist das immer noch drin. Und dann ist es nicht zurückgeschaltet auf die Domain. Das ist mega mühsam, du musst jedes Mal umkonfigurieren für jede Deployment, jede Test-Server, jede Production-Server. Du machst einfach alles auf im Moment. Und dann vergisst du am Ende von der letzten Deployment, musst du das Code wieder fixen. Aber geht es nicht, aber die Config ist im .NET Core, im C-Sharp Code? Genau, du musst Course Configuration Server machen. Gibt es da nicht irgendeine Environment JSON Config oder kannst du genau. Config-Files nutzen für Dev, Stage, Production? Also okay, genau. Also, wenn du das von Anfang an so machst, dann kannst du es von Anfang an schon so konfigurieren und dann Deployment sollst du es theoretisch. Genau, aber wie ein normaler Entwickler ist, ist es Scrum, es muss in zwei Wochen fertig. Du musst unbedingt, der Core ist scheiße, alles aufzutun. Ja. Und dann die Story ist erledigt, und dann definitiv. Und dann klappt es nicht, wenn du das C-File aufladen und dir immer den Desktop anpacken. Ja, und wenn es nicht super sicher ist, dann hat es keine Wildcards. Ja. Obwohl das eigentlich das Problem lösen würde für die meisten Leute, dann wäre es wenigstens ein bisschen sicher. Ja, genau. Aber man kann entweder all, man kann all oder spezifisch machen. Ja. Und dann machen die Leute all, weil sie noch nicht alle den Männer wissen. Ja. Weil du kannst nicht einfach nur deine eigene. Du hast jetzt sagen, schnell, all meine Firma. Genau, all meine Sachen. Jetzt kannst du nicht einfach freischalten, was schade ist. Ja. Der nächste ist Cross-Site Request Forgery. Und das ist vor allem ein Problem, wenn du Cookies verwendest mit Angular. Wenn du ein SPA buchst und du Cookies verwendest, bist du offen für diesen Angriff. Und es ist sehr schwer gegen das zu schützen, wenn du Cookies verwendest. Eigentlich deshalb sollst du Cookies nicht verwenden. Und wenn du Tokens buchst, ist es viel schwerer, diesen Angriff zu machen. Wenn die Hacker wirklich weiß, wie die Tokens von ihnen, du hast irgendwo musst das sowieso persistieren auf deinem Browser und der Hacker weiß, wie das holt. Dann hat er immer noch die Möglichkeit, aber eigentlich ist es viel schwerer, weil es wird nur gesendet, wenn die Application aktiv das mitsendet. Und deshalb, ich kann nicht irgendeine von diesen Tabs oder diese Klickchen einfach aufpoppen und dann schicke ich das zu meinem Server und dann bekomme ich die Cookies mit. Gut, eigentlich muss ich trotzdem CSRF Protection machen, weil ich nicht weiss, ob meine Kunden einen aktuellen Browser haben, der CSRF wirklich verhindert. Ja, genau. Aber wenn du Cookies brauchst, ist es viel, viel, viel schwerer zum Schützen. Ja. Und ich meine, das ist ein SPA, ich sollte nicht Cookies verwenden, ich sage das einfach so. Aber das Problem ist, es ist viel, viel schwerer gegen das, diese Attacke zu schützen, als gegen die anderen. Und diese Attacke ist eine von den schlimmsten Attacks, weil wenn das möglich ist, die Attacke kann alles machen. Das ist fast die schlimmste Attacke, die möglich oder kann passieren. Es wäre mega schlimm in der Bank zum Beispiel. Oder Phishing-Mail. Genau, und meistens will das am Ende machen. Ja. Die Phishing oder die XSS-Attacks oder diese Pop-Ups oder iFrame, zum Beispiel, der iFrame erlaubt, du hast nicht ausschaltet,
du willst irgendwie auf diesen Weg kommen, eventuell, dass die, ja, deine Sicherheit braucht, die deine Tokens bekommt. Ja. Und dann mache ich meine schlechte Arbeit, was ich will. Ja. Und Überweisungen. Ja. Und neue User stellen. Das ist halt eigentlich, wenn du pure SPA brauchst, einfach nicht Cookies. Aber wenn du selber Render Pages hast, dann kannst du anfangen, die Sicherheitssachen zu bauen. Cookies ist wieder möglich, aber es ist einfach Spaß zu aufhören. Es ist einfacher zum Schützen, weil es ist nie sicher. Es ist einfach, du möchtest die Attackflecken möglichst klein machen. Es ist, du kannst nicht 100% Sicherheit haben. Das ist auch mega cool, das ist neu und viel vergisst es. Okay, die erste ist klar, dass du musst immer HBS buchen, Punkt. Es gibt keinen Grund in Entwicklung, DevMode oder irgendeiner Form, dass du nicht HBS buchen, finde ich jetzt. Weil du kannst mit EES Express, du kannst alle mit den .NET Tools immer secure entwickeln jetzt. Und wenn du public machst auf deine Webshop, für deine Freundin oder was auch immer, es gibt gratis Schlüssel jetzt mit Let's Encrypt und du hast immer HBS jetzt. Es gibt keinen Grund mehr, HTTP Website zu machen jetzt. Deshalb gebe ich für alles, vom ersten Tag in der Web-Dev bis zum letzten Tag vom Entwickler, buchst du HTTPS. Und dann kannst du sofort einbauen Sachen, die require HTTPS. Du kannst die Schlüssel validieren, du kannst validieren, dass es nicht irgendwie mit der Mix-Mode geht. Ein Problem ist, wenn du entwickelst in HTTP und am Ende willst du auf HTTPS wechseln, dann alle diese Mix-Mode-Links sind drin, du musst suchen, wo ist alle diese Bilder mit HTTPS aufgerufen ist und plötzlich ist die Style schlecht, weil das ist falsch aufgerufen und ich sage von Anfang an immer HTTPS fertig. Und dann was genial neu ist, diese HSTS, die Strict Transport Protocol, und das ist wieder ein Header und das sagt, dass wenn ich diese Seite einmal aufruft, kommt das zurück in den Browser und der Browser sagt, aha, das darf nur HTTPS buchen und es wird automatisch in den Browser redirected auf HTTPS. Und von dann an, bis das nicht mehr der Max-Age abgelaufen ist, wird nur noch HBS erlaubt. Das heißt, du kannst nie wieder zurück zu HTTP. Das geht noch weiter. Die URL, die Domain wird mit dem Zertifikat verknüpft. Ja. Das heißt, die Domain kann nicht mit einem anderen Zertifikat laufen. Solange wie der HSTS-Token gilt. Das ist nur noch HBS, oder nicht? Nein. Das gibt einen anderen Weg. HSTS. HSTS, ja. Das geht darum, Man-in-the-Middle-Attacken zu umgehen. Ja. Das heißt, es wird einmal gemerkt, diese Domain gehört zu diesem Zertifikat und wenn ein Proxy dazwischen geht und ein eigenes Zertifikat erstellt, gilt der Request nicht mehr. Das kommt mit dem zweiten Preload-Teil, oder? Nein, das ist HSTS. Okay. Okay, das muss ich checken, aber okay. Und die zweite ist, das Problem mit das ist, die erste Mal der Aufrufs, die Server muss der Redirect von HTTP zu HBS auch. Und das willst du auch schützen, weil du willst, dass deine Application, die Domain, die erste Aufruf wird lokal auf die Browser redirected auf HTTPS. Das schützt dann, du kannst nicht HTTP phishing auf deine Server und dann gehst du immer zu der Phishing-Seite. Und was du machst, ist jetzt neu, diese Webseite hstpreloadappspot.com und da kannst du deine Domain registrieren mit deinem Schlüssel. Und dieser Schlüssel dann bei der nächsten Release von allen modernen Browsers ist dann in ihrer JSON-File konfiguriert. Und das heißt, wenn ich die erste Mal IGA HTTPBank.com Local auf deinem Browser wird automatisch redirected auf HTTPS. Und dann kannst du, es wird nie einmal geschickt über HTTP. Du bist geschützt vom Anfang. Okay. Es wird in die Browser redirected und nicht auf die Server. So du kannst sogar preload deine wichtige Seite. Wenn du für Bank schaffst zum Beispiel, das musst du machen einfach. Und die anderen, irgendwie, das Problem ist, dass die erste Aufruf ist die Server Redirect und das ist offen, dass wenn ich schneller für diese kleinen PCs mit meiner Phishing-Seite kommt, ich kann der immer redirect auf meine Phishing-Seite und dann gehe ich wieder auf die Bank. Und dann habe ich immer diese Daten, weil es kommt von mir und es kommt von der. Und es ist ein cleaner Fleck, aber es ist immer noch möglich. Deshalb ist die Idee von dieser Preload. Und alle neuen Browsers, das unterstützt jetzt. Wenn du das einmal einschaltest, es gibt nie Rückgang, nie wieder HTTP. Was machen die aber von eine Prüfung auf Zertifikate beistehen, wo man das installiert, mit dem was installiert ist. Das ist eine Liste, eine Registrierung in einem Browser. Da merkt sich das Zertifikat. Ja, schau, aber was verhindert jetzt, dass ich die Domain falsch registriere? Du musst den richtigen Schlüssel für die Domain haben. Es validiert deine Cert gegenüber der Webseite. Ja. Und es ist strikt, es hat mega viel Control. Meistens Certs, zum Beispiel, wenn du Kinder-Domain hat, die nicht registriert ist, es gibt Warnings, eigentlich du hast die App.Bank und du hast die API.Bank, aber deine Seite hat nur der Bank. Und dann musst du das auch registrieren. Und dann erst denken, dass es registrieren.
Aber ich finde das eine super Sache. Und dann wieder mit dieser NWebSec-Bibliothek in ASP.NET Core ist es einfach mega easy zu definieren, use HSTS und das erledigt. Das neue Tool ist einfach cool in ASP.NET Core. Aber eigentlich mussten wir das immer mindestens, wenn der Preload nicht gemacht ist, mindestens die anderen Teile immer vorsehen, dass es über HTTPS geht. Strict Mode eigentlich. Force STS, das ist für mich, das muss ich nicht erklären, das ist immer HTTPS verwendet. Das ist wie ihr sagt, wenn du entwickelst mit Dev, immer HTTPS. Du kannst von Anfang an überall require HTTPS für die ganze Application immer von Anfang an aktivieren. Und nicht erst bei Release, dann sagst du, okay, jetzt ist der Production Mode, jetzt muss der S adden. Das ist das, was ich anmerken will, ist eben SSL, HTTPS verhindert nicht Man in the Middle, sondern HSTS verhindert Man in the Middle. Ja, genau das. Sorry, das. Genau. Ich finde das eben noch schwierig ist in Firmen, zum Beispiel bei uns. Ja. Wenn wir ja eben den Web auch schon zwischendurch haben. Dann, ja. Session Hijack. Dann will man Man in the Middle machen. Ja. Das heißt, den Chef in the Middle. Also darum muss ich meinen privaten Laptop nicht im Geschäft. Aha. Das ist ja. Ein, müsste ich über Proxy gehen, oder ja. Einfach Server. Oder als Hot. Also mittlerweile mit dem Swisscom Abo hast du irgendwie drin. Ja, ja, also, ja genau. Das ist eh schnell als du ja nicht. Schnell Server. Ja. Das Enterprise hat in Man in the Middle irgendwo. Ja. Ja. Nächste Session Hijacker. Das ist SPL, riesiges Problem mit Cookies wieder. Einfach die Leute einfach Book Tokens. Das muss ich nicht weiter erzählen. Open Redirect Attack. Es gibt da Is Local Redirect, du kannst konfigurieren auf ASP.NET Core. Und das heißt, dass nur Relative URLs ist erlaubt. Das ist irgendwie, ich darf nicht irgendeine andere Domain URL erlauben, das musst du blockieren einfach. Es gibt verschiedene andere Wege, das zu blockieren, aber das ist, was du auch Zusatz auch machen. Das ist nur erlaubt von deinen Domain oder deinen Domains, dass du erlaubt ist. Wenn es zwei verschiedene Domains erlaubt ist in der Application, dann musst du das anders konfigurieren. Aber wenn es geht, würde ich das auch aktivieren. Das ist mega lustig, auch die Access Control zu Daten ist immer ein großes Problem. Dass, ich habe eine REST API und ich habe ein DTO und eine Properties ist Admin. Und ich bin zu faul, dass ich mache eine für Create, eine für Edit, eine für Delete. Dann mache ich einfach eine DTO und dann brauche ich einmal für Edit, einmal Create. Und dann ich komme nachher, ich kann die isAdmin auf True setzen und dann darf ich Admin schaffen. Und dieser Attack muss auch schützen, dass einfach, du musst es nicht erlauben, dass ein Nicht-Admin darf Admin Properties in deine DTOs anpassen. Das heißt, du musst es rausnehmen, was nicht nötig ist für diese API. Aber das Problem ist, es macht die DTOs kompliziert, weil dann plötzlich musst du Create, Edit und eine Get DTO haben für jede Entity, das du in den Hintergrund. Und das ist ein bisschen mühsam. Aber dieser Attack wird immer öfter sichtbar und das muss auch während die Sessions Schutz eigentlich. Phishing, das ist ein mega fieser Link in deinen Browser. Und wenn du einen Link auftut, und das hat gefährlich oder schlechte JavaScript, die darf Inline Code Executor oder die iframes sind nicht deaktiviert. Eigentlich musst du immer links auftun mit der No Open No Refer, dass der JavaScript von der Linkseite darf nicht meine Cookies und Sachen verwenden, um ihre Attack zu machen. Das heißt, jeder Link kann diese No Open No Refer. Jeder Link auf eine andere Seite. Genau. Irgendwas, was ich nicht kontrolliere. Aber ich glaube, das immer rein tun. Okay. Und dann kannst du dann von der anderen Seite nicht meine Cookies und JavaScript Code executen. Also das heißt zum Beispiel, wenn User irgendwie können einen Content-Link machen können, einmal auf die Kommentarfunktionen ja. Oder so, ja. Wo ich einen Link rein tue, dann muss ich das machen. Ja. Ich würde das einfach adden. Ja. Und dann es hilft es wieder noch ein Schutzmechanismus. Aber du kannst auch ja. Anders mit der Content Secure Policy das schützen. Ja. Es gibt verschiedene ja. Andere Wege. Ja. Das ist krass. Unterprotected APIs gibt es immer öfter. Auch. Ich habe ein super Login gemacht, ich habe ein super Login gemacht, alles funktioniert super, aber alle meine REST-APIs fehlen die Authorize-Attribute und du kannst es public einfach verwenden. Es gibt null Schutz, das kommt ja. Sehr oft vor. Sogar das ist jetzt reingekommen, der Top 10 der Attacks dieses Jahr, 2017. Das neue der OWASP ist ja. Oder? Genau, die neue Liste ist das reingekommen. Okay. Würdet ihr, wenn ihr Single-Page-Application machen, würdet ihr alles auf eine API machen, also ihr habt ein .NET Core, dort habt ihr alle API-Calls drin und wenn ihr irgendeinen anderen Service noch nutzen wollt, dann könnt ihr das durchs .NET Core durchrennen.
Oder würden dort Single-Page-Applikationen auf verschiedene APIs nutzen, auf verschiedene Server? Meistens hast du verschiedene und dann kannst du die Tokens überall schicken. Okay, aber die Single-Page-Applikation, die verbindet einfach den .NET Core Hauptprojekt, hat ein paar wichtige Sachen, dann kannst du vielleicht noch bringen. Google API für Maps oder für irgendwelche. Genau. Einmal auf Node.js aber irgendwo. Oder Node.js, genau, für Chat. Gut, das war mit Socket.io irgendetwas verlinkt. Yeah. Oder das kannst du mit Pam. Gut, ich nehme an, Socket.io kann dort nicht kommen. Ja. Ja. Aber eigentlich, wichtig ist, dass die geschützten Ressourcen muss geschützt werden. Du musst validieren, dass der Token mitgesendet ist. Ja. Und viel vergessen, das mitzuschicken oder validieren. Das ist auch von Microsoft Code, du solltest nie Cookies und Tokens in eine API loben. Wählst du entweder Token-Sicherheit oder Cookies-Sicherheit in den APIs, aber nicht beides. In APIs kommen sowieso fast immer Tokens, aber du eine Application hast und du willst beides loben, ist das nicht gut. Und jetzt gibt es das ganze Schutz und sagst, Active Authentication Schemes, ich erlaube nur Bear Token zum Beispiel. An die Cookies erlaube ich nicht. Aber wenn ich Cookies will erlauben, dann mag ich eine zweite API. Sie sagen, du solltest nicht mischen. Das ist eine Recommendation von Microsoft im Moment, aber ich nehme es an, Java macht die Liga. Und wenn du unbedingt Cookies musst brauchen für die SPAs, ich muss den Cookie Monster zeigen, du solltest nur Secure Cookies brauchen, das darf nur über HTTPS brauchen und HTTP only. Das heißt, ich kann für meine Browser Application darf ich nicht die Cookies bearbeiten. Die JavaScript kann nichts mit den Cookies machen. Das kann nur über TLS selbst werden. Ja. Das heißt, es sollte diese zwei Properties immer setzen per Default, finde ich. Ich sehe keinen Grund, dass das nicht setzt. Und das verstehe ich nicht, per Default sind nicht Default gesetzt. Das finde ich schlecht. Das sind schon irgendwelche alte Applikationen im Laufen. Ja, aber dann hast du aktiv gesetzt, denn, oder? Das ist, muss erlaubt sein, finde ich. Ja. Lieber alles zu wie der Same Origin Policy, als alles auf und dann muss aktiv zumachen. Ich habe etwas vergessen, auch iFrames muss auch zumachen. Ja. Es gibt diese iFrames inline und ich würde per Default mit dem HTTP Header immer iFrames deaktivieren, deny einfach. Es gibt drei Sicherheits, X iFrames deny, X iFrames etwas anderes, ich weiß nicht genau wie es heißt. Aber du kannst die iFrames über die Response von HTTP zumachen, dass es kein iFrames erlaubt ist. Dass die Applikation nicht immer eine iFrame dürfen sieht oder dass in der Applikation keine iFrames erfahren. Eher sehr stark. Darf keine iFrames verwenden. Und wenn ich aber iFrames brauche, dann. Dann nur deine iFrames erlauben von deinem Content. Aber das Problem ist, viel Angriff ist, wenn du irgendwie eine XSS-Attack hast, baut der iFrame drin und dann von diesem iFrame kann er alles machen wieder. Und deshalb kann der iFrames auch sperren. Jo, das ist alles in Schnellmode. Und umgekehrt geht es nicht um die Frage, dass du deine Applikation nicht als iFrame. Doch, das geht auch. Viel will das, weil bei Login. Es war schön, wenn die ganze in der iFrame läuft und dann die Hauptapplikation merkt nicht und es läuft in den Hintergrund. Das ist eigentlich diese Session Renew Specification von OpenID zum Beispiel. Ich habe ein paar Links, das sind, ich bekomme, kann ich die, ich mache es auf GitHub, oder? Ja, kann ich so machen oder schickst du mir die Slides? Okay. Meetup in Kommentaren. Ja, dann mache ich das. Also, okay. Es war mega froh für Feedback jetzt, weil für mich ist auch ein System, irgendwie, ich weiß nicht, wie gut das verstanden oder verstehen kannst, oder ob ich weniger muss machen oder ein bisschen weniger. Ich habe versucht, einfach das ganze Spektrum zu erzählen, aber alles ist in kein Detail, alles ist nur schnell, schnell. Und die Idee ist, wir sind alle Engineers oder Entwickler, dass du weißt jetzt, wenn ich das will machen, ich gehe dort gelogen jetzt. Das ist, dass du selber etwas einnehmen kannst. Und wenn ich die Security-Fragen hast, dass ein paar Sachen. Du weißt, wo du warst, du musst machen jetzt. Und was cool ist, ich mache auch diese AngularArt OID Client jetzt. Und wenn irgendeiner mitmachen helfen will, ist das war cool, weil die mehr die mitmachen, die besser. Weil es gibt immer mehr Features und Requests, oh, das hätte ich gerne, oder das will ich, oder das würde ich gerne, oder ich würde es nicht so machen. Wie machst du im AngularArt OID Client den Login State? Hast du da einen Observable, oder wo man kann subscriben? Und wenn sich das State ändert, dass man dann. Oder wie machst du das? Ich habe ein Event, wenn ich eingeloggt bin, ein Event mit dem, und nachher nichts. Okay. Und wenn die State von die das ändert, das kann ich dann, weil das ist meine Application, es läuft innerhalb von meiner SPA. Wenn die also State von der SAP. Aber das ist das Problem von dem, wo der Out-Service nutzt, der muss selber quasi überlegen, wie er das macht.
Also wenn man das Logging aus als Logout macht. Ein Logout? Zum Beispiel Logout. Also ich sehe mal vor, also wenn ich jetzt nehme, ich integriere den Service und dann habe ich, wir haben heute lustigerweise, heute haben wir gerade ein Projekt angefangen mit Angular und Firebase und dann machen wir Wrapper und Firebase aus Modul mit unserem eigenen aus Modul, weil wir wollen später mal auf Zero oder eine eigene Implementation wechseln. Oder? Und dann haben wir genau die Situation, wir haben aber noch keine Redux-NGRX dort drin, weil es ist noch eine relativ einfache Applikation. Das heißt, wir haben genau die Frage, wie machen wir das, dass wir überall den Login-State in allen Komponenten zu, also wenn wir quasi haben, dass wir quasi nicht mehr fragen die ganze Zeit. Also, dass wir quasi genau, was wir haben, wir spiegeln im Moment die Session-Storage oder Local-Storage und Punkt. Und es ist die gleiche IDs, die Nummer innerhalb. Aber Komponente, wenn irgendein Angular-Component will wissen, ob das Login eingeloggt ist, dann geht er immer zum Out-Service. Dieser Art-Service ist ein Modul und du kannst das in jedem anderen Modul verwenden. Yeah. Und dann über dem Modul kannst du immer Zugriff auf diese Storage. Oder wenn du willst, kannst du direkt auch, weil es Device die IDs. Yeah. Und dann kannst du auch konfigurieren, dieses Modul, dass du die verschiedenen Storages brauchst, die über die Grenze gehen. Zum Beispiel, ich könnte eine Cookie-Storage brauchen, die von den anderen verwenden darf. Yeah. Die Storage ist frei zu konfigurieren. Yeah. Deshalb ist es. Du kannst selber entscheiden, wie du willst, denn es ist nicht fixiert. Yeah. Aber was ich immer mache, ist, wenn ich irgendetwas in die Art Module, ich gehe immer über die Security Service. Yeah. Und da habe ich eine Methode für alles, was ich in die Application verwendet oder nötig habe. Oder was ich gefühlt bis jetzt. Aber es kommt immer mehr, zum Beispiel einer von Microsoft hat gestern eine cool Pull Request gemacht. Und er braucht es mit diesen Server Rendering Angular Applications, mit den Angular Universal. Mhm. Und dort kannst du keine Local Storage oder Session Storage buchen. Ja, und jetzt hat er eingebaut, dass er das ohne die Storages bucht, Cookie Storage, die auf die Server Rendered Pages geht. Ah, aber auf der Server-Seite? Ja. Und es funktioniert? Ja. Cool. Das habe ich nicht selber geschafft, das ist cool, das ist mega cool. Geht irgendwie viel Loot, macht es für dich und dann kannst du einfach profitieren. Aber das ist cool, wenn jemand mitmachen will, ist das genial. Der, vor allem Feedback oder. Ich versuche es zu zertifizieren im Moment auch, dass es certified ist. Das läuft im Moment und ich will, dass ich ein OpenID Certified Library hat. Und dann weiß ich, dass es alle die Normen fehlt. Ich habe alles implementiert jetzt und die Zertifizierungsprozess läuft jetzt. Und dann ist cool, es gibt der Roberto, hat mega viel geholfen. Er hat die ganzen NPM Package Template aufgebaut, das ist mit Rollup oder mit System.js oder mit all die verschiedenen Deployment Mode Varianten, die Angular hat. Das ist mega easy zu buchen jetzt, eigentlich, finde ich. Aber es ist cool, es ist ein interessantes Projekt zum Starten. Und dann die andere Projekt, was ich gezeigt habe, das ist hier in dieser. Ich buche genau den gleichen Source Code in die NPM direkt in den Code hier. Das heißt, ich will nicht den NPM broker, ich will den Source Code direkt verwenden und das anpassen für meine Wünsche. Und dann kannst du einfach in diese Library runterladen. Und da drin die Angular Client, dann hast du die ganze Art Module da drin. Weil manchmal sagst du, es klingt nicht genau, was du willst, und du willst den Source Code anpassen, weil du willst. Aber das heißt, du kannst nicht, wenn es updated ist, musst du es vorhanden updaten. Ja, aber ich schaue, dass es immer aktuell bleibt. Für mich, ich will beides. Ja, aber wenn ich es so mache, dann habe ich noch ein Snapshot von dieser Version. Ja. Und dann muss ich selber schauen, wie. Genau. Aber davor kannst du es machen, wie du willst. Weil vielleicht hast du einen besseren Weg. Ja. Was ich nicht gut gemacht habe, ist, weil ich habe die Guards nicht wirklich implementiert. Ja. Aber das ist eine Verwendung von der Art Module. Oh, sei, ich habe eine ESR-Storage True-False und das konnte ich irgendwie in den Guards aktivieren oder kann aktivieren. Und dann. Ja. Aber das ist für mich Anglo-Logik in die SP. Ja. Nicht Anglo-JS. Okay. Das ist jetzt das Projekt, wo du vorhin startest. Genau, ja. Das mit einem Beispiel. Ja. Dann kannst du es abladen, ist kompiliert. Und die erste Mal, viele Leute haben Probleme mit den Certs. Das muss das registrieren irgendwo in der Local Route oder irgendwo. Aber ein paar Leute, das funktioniert. Aber bei mir in Chrome, ich muss nochmal, bei mir habe ich es nicht lokal registriert. Ich habe nochmal, ich akzeptiere diese Security Risk und dann kann ich arbeiten. Aber, ja. Aber das heißt, in der .NET-Welt ist es schon auch so, dass das immer mehr alle gehen auf Angular Frontend oder viel.
Ich würde sagen, nicht so viel. Es ist abhängig von welchen Geschichten du hast. Ja. Zum Beispiel in meiner Welt, der Webentwickler, jetzt, jeder macht das nicht push auch. Und wenn ich ein neues Projekt mit meinem Team versuche zu machen, ich sage, wir möchten Angular UI machen, nicht React, weil mein Problem mit React ist, jede React-Application ist komplett anders. Ja, wir haben jetzt gerade probiert, wir haben React-Trainings und Angular-Trainings. Und React-Trainings laufen also ich habe es nie in Deutschland gemacht oder in Amerika. Aber in Amerika und in Deutschland ist React viel stärker bei den Startups und in der Schweiz tote Hose. Einer. Ja. Also zwei. Eine mit Superrabatt und eine Vollzahl. Und that's it. Und Angular-Trainings laufen mehr oder weniger okay. Da kriegen wir eigentlich alle eineinhalb Monate kriegen wir das Training. Zürich läuft besser als Basel, das ist ein bisschen blöd. Und ich habe extra in der Umfrage gefragt, ob die Leute dann nach Basel kommen. Und dann haben alle gesagt, ja, ich gehe nicht im Aargau oder zu Bern. Aber Zürich läuft jetzt besser als Basel, das ist klar. Aber das ist eben, weil du React nicht so mit Training brauchst. Ja, das stimmt. Nein, das ist nicht so. Nein, die Zielgruppe ist anders. Ich meine, die meisten Teilnehmer, die wir haben, sind schon Java, C-Sharp entwickelt, die vorher wenig Web gemacht haben. Das sind meistens die, die jetzt sagen, okay, ich muss Web machen oder ich will eine App entwickeln. Und die meisten haben sich dann gesträubt. Und das ist halt. Aber das stimmt, wir haben fast keine JavaScript-Entwickler, die vorher viel JavaScript gemacht haben. Aber es ist ja nicht unbedingt JavaScript oder so. Es ist mehr die Idee, oder, wo wirklich völlig anders ist. Wenn du WebGap gemacht hast, dann ist Angular einfach eine andere Syntax. Ja, das ist etwas lustig, wenn ich es dann von sich erzähle, dann sage ich, weißt du, TypeScript, dann hast du Typing, dann kannst du da so Debugging und weißt du, das siehst du sofort im Editor, wenn es falsch ist und dann ist so JavaScript. Und was ist jetzt anders? Nicht so, ja, programmieren mal ein Jahr lang JavaScript, dann wissen wir mal, was das ist. Ja, aber das ist eben noch geiler. Mit TSX hast du nachher typsichere Views, oder? Was ich dann nämlich noch nicht gerne bekommst. Und wenn du nachher ends weg verwendest, dann hast du einen Compile-Fehler, wenn du aus einem DTO ein Property entfernst, was du zu New brauchst. Wie geil ist das? Das geht neu mit, also es gibt für Visual Studio Code gibt's Angular Language Service, das ist eine Extension, wo du Templates brieft mit dem Ding. Meistens funktioniert es ja noch, wenn du es speichert. Genau das Problem ist ja genau das Beispiel. Aber das stimmt, aber im Compile macht es null. Du siehst es im Browser, im Console-Log oder im Editor mit dem Angular Language Service. Im Compile siehst du nicht, ob dein Template Fehler ist. Ein Console-Log zur Laufzeit überprüft es auch noch. Sehr gut, ja. Also überprüft es nicht, ob du merkst, ob es Fehler hat. Wenn es Fehler gibt, dann siehst du im Template. Also der Template, wenn es Fehler gibt. Ja, der Compile macht es auch, aber er weiß natürlich nicht, ob es etwas hat. Ja, ich meine, das ist das Ding auch undefined, weil es ist halt auch undefined. Aber das siehst du in der Angular Language Service Extension, das siehst du. Okay. Immerhin etwas. Aber im React gibt es das dann für, dass es. Ja, im React ist JSX. Nachher hast du anstatt JSX, hast du nachher Templates, sind ja dann TypeScript-Templates und dort brauchst du. Ja. Und da kann der Language Service das sagen, wenn du eine String Property auf ein State Input bindest, dass das Kaffee ist. Ja. Was selber schon geil ist. Der WPF-Loot, sie haben ein Problem jetzt, weil das ist irgendwie im Sterben. Und das Problem ist, es gibt immer weniger Windows-Desktops, die nötig sind. Du hast Mobiles jetzt und es gibt viel Macs jetzt in der Welt. Ja. Und das ist die Macht, weil das verschwindet. Ja. Und jetzt Maschinen-PCs machen auch nicht mehr Desktop-Applications, sie machen jetzt Web-Applications. Ja, alle. Also jetzt, wir sind eben zum Beispiel so egal was von da, Step-by-Step immer mehr ins Bauwerk. Obwohl die haben viele Desktop-Clients. Also viele Bits auch, haben noch Angular und SBB. Wo jetzt also doch recht große, komplexe Applikationen, Desktop-Applikationen mit Angular umzubauen und so, das ist noch recht. Aber jetzt kommen die Universal sammeln und dann gibt es wieder. Und dann kann man alles in den Elektron hinein. Du wirst ja das vielleicht entdecken, oder? Für euch, dass dir eine Applikation in eine. Also eine Android-Applikation in einen Elektron-Container auf dem als X installieren. Damit die Userbörse nicht können kaputt werden. Das ist schon eine Variante. Das ist schon nicht viel Aufwand, die Applikation in Elektron reinzupacken. Ja.
Das funktioniert super gut mit Angular in Electron jetzt. Also Electron ist eigentlich einfach ein Chrome ohne Browserbar. Es ist einfach nur durch die Ordner ausgeführt wird, etc. Es hat auch mehr APIs, es hat Desktop-APIs. Anders ist Node, du kannst glaube ich so Workerscripts laufen auf dem Client. Und so. Ja, File-Zugriff zwischen den Taschen. Ja. Das hat die komplette Node-API. Ja, also du kannst eigentlich, Visual Studio Code ist Electron. Du kannst Client-Code mit Node.js. Wobei Visual Studio Code ist speziell, die anderen haben extra irgendwie nach die Libraries gekoppelt. Ja. Kurze Anmerkung zur .NET-Welt. Es gibt die .NET-Welt und es gibt die ASP.NET-Welt. Die ASP.NET-Welt ist nicht die reine .NET-Welt. Die ASP.NET-Welt ist die Web-Welt mit .NET als Backend. Ja. Aber alles oben ist immer noch Web, HTML und JavaScript. Ja. Deswegen, sobald du von der Webentwicklung sprichst, auch ein spezielles ASP.NET Core, das neue ASP.NET, ja, ist das nicht mehr die typische .NET-Welt. Ja, ich habe es gesehen, ich habe ja beim Pabian vor euch vorher so ein Mini.NET Core-Ding gehabt. Mhm. Und das ist schon cool. Also ich habe nie so ein C-Sharp angeschaut. Und wenn ich das gesehen habe, mit dem kannst du mit dem .NET Core Projekte rausstampfen und vom Laufen los, geht auf dem Hang. Okay, jetzt kann ich mir so anschauen. Das wäre jetzt für mich nie eine Demo gewesen. Ich bin kein Windows mit Visual Studio, sorry. Das ist die erste Version, die man von ASP.NET Core in den Core angeschaut hat. Das war eins zu eins gleich wie Objects. Komplett abgeschaut. Also, es ist noch lustig, ja, weil du tust in der App in, du die Server starten und Board binden. Ja. Ja. Es ist recht. Die Konfiguration sah gleich aus, das haben wir jetzt wieder zurückgebogen Richtung ASP.NET, damit die klassischen ASP.NET-Entwickler nicht zurechtkommen. Ja. Aber am Anfang war es wirklich fast das gleiche. Ja. Kommt nochmal langsam hoch jetzt. Ja. Aber es müssen alle JavaScript lernen, mit alle. TypeScript, oder? Ja, TypeScript, ja, aber TypeScript ist ja noch ein bisschen Zusatz für JavaScript. Das kommt ein bisschen vor, wenn man es noch ein bisschen konsumiert. Ja, und es gibt immer noch genug, es gibt immer noch genug Applikationen. Ich meine, 90% der Softwareentwicklung in der Schweiz ist wahrscheinlich Bestandesapplikationsweiterentwicklung. Ich glaube, nicht so viel von der Entwicklung ist wirklich neu, also vielleicht sind es 80%, aber ich glaube, nicht so viel von der Entwicklung sind komplett neue Applikationen. Kommt auf die Branche, oder? Ja, vielleicht sind in Web-Applikationen vielleicht ein bisschen mehr wie bei Banken. Das ist 95% von der Entwicklungsarbeit, das ist Bestandsapplikationen, oder nicht? Oder weniger? Kommt wieder auf die Banken. Aber die auch nicht neu sind. Also ich fange nur neues. Nur neues? Ich bin etwa 2 Jahre alt in der Bank. Wo bist du schon? So nach etwa. Ah, ja. Ja. Die bauen praktisch nur Neues. Keine. Und dann hat es ein paar Bauerns. Also ein paar Bauerns soll ich, wenn es alles Zeugs warten müsste. Aber es gibt Leute, die das schon gern. Also mehr, ja. Und vor allem jetzt kannst du nachher einfach Bedingungen aushandeln. Ja. Mal, wenn der Rente macht, das von Neuseeland aus. Ja. Ja, das zeigt es. Gibt eine Telefonkonferenz, sagt, du jetzt gerade die Sonne nicht am Fluss runter, ich nehme jetzt das Bier, wie geht es euch? Und sage, wir haben jetzt einen Arbeitstag verloren. Wir haben jetzt auch extrem viel Salat, weil der Bank das Geld nicht ausgeht. Ja. Das heißt, wenn wir begründen, dass wir was Neues brauchen und das ist gut begründet, dann können wir das neu machen. Dann ist das denen scheißegal. Ja. Weil wir wissen, wie lange geht das. Und schon anders gesagt, jede Krise bringt mehr Geld rein. Ja. Ja, und bei vielen Banken bauen sie einfach um all die Systeme, um viel Neues. Ja. Und das machen nach 2 Jahren ist dann das auch wieder an. Aber genau in der Mitte ist immer noch das von den 70er Jahren. Ja, genau. Ja, genau. Und wenn du das kennst, dann.